White Russian funktioniert besser ohne Spielleiter. Ja, das war ja mal wieder, also da ging's richtig ab. Junge, 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 Action vom Feinsten. Fast hätten sie den Endboss. Nee, hätten sie nicht. Aber sie haben... Also... So ein Minion haben sie schon geschafft. Junge, 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 da ging ja ganz schön was ab. Und dann noch im Playground. Ich nuschle übrigens nicht. Das ist ein allgemeiner Fehler. Das ist das Aufnahmeprogramm. Deswegen habe ich auch gerade selbst Playground sehr gut verstanden, als ich das sagte. Das muss an der Stelle nochmal gesagt werden. So ist das hier nämlich. Also, was will ich hier überhaupt noch zusammenfassen? Es muss jetzt hier Schluss sein. So viel Action auf einmal, so viel... Ich weiß nicht, also da ist Die Hard oder irgendwas ist ja nicht dagegen. Kannst aber wissen. Da ging's richtig ab. Und jetzt... Nee, also schon tatsächlich, jetzt passiert auch mal was. Unverhofft. Ich war nicht wirklich, ich war nur mäßig dran schuld. Also, das ist ja auch besser ohne Spielleiter funktioniert. Könnt euch sicher sein, da kommt was raus, womit man, denke ich, leben kann beim Zuhören. Ansonsten bieten wir auch Stricke in einer reichhaltigen Form und Auswahl, auch Messer zur... Oh, nee, das kann... Scheiße. Ja, ich schäme mich jetzt auch ein bisschen. Die White Russian unterstützen keinen Suizid. Aber ich glaube, wir haben schon mal das Gegenteil gesagt. Was soll ich machen? Ihr wisst, wie es ist, hoffe ich. Und ansonsten kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Viel Spaß und bleibt geil. Ich Gibt erinnere mich. Gibt uns mal ein paar Tipps, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Hä? Besser? Wir sind doch perfekt. Findet ihr auch, dass wir den Spieler da rauswerfen sollen? Dann schreibt uns doch in die Comments. Das war falsch, du hättest sagen sollen, wenn ihr wollt, dass der Spieler da rausfliegt, schreibt doch einfach mal nichts in die Comments. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Das ist richtig. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass uns niemand... Nein. Außerdem weiß ich nicht, ob du willst, dass ich anfange zu leiden. Oh Gott, das willst du nicht. Nee, du bist viel zu viel Hitler. Ja, die geht ganz anders mit ihren Leuten um, sag ich dir. Was bin ich froh, dass du mir damals die Warnung geschickt hast, dass ich bloß in die Gruppe kommen soll oder die andere. Nee, du kannst nicht zu Flummi gehen, Junge. Ich habe mich doch extra geopfert für dich. Dein Leben wäre rum, ey. Ruiniert. Uriniert. Uri Geller. Routiniert. Uri Geller. Also jetzt hopp, wo sind wir denn? Was für ein Tag ist heute? Wo routiniert, geht's los? Uriniert, ja. Halt mal die Fresse jetzt. Also, 9.5. Ne? Ist ja Tag des Sieges. Das heißt, es wird in Russland auch groß begangen mit allerlei Paraden, auch Militärparaden und so einem Gedöns. Also die haben richtig Bock, haben die. Da ist hier aber der Tag der Gründung der richtigen russischen Dings der Föderation Gedöns ist da ja nicht gegen, sondern Tag des Sieges, wo sie die Deutschen richtig schön zerlegt haben. Das ist wichtig. Davon spricht die Welt. In Russland zumindest. Ja, eher die russische Welt, okay. Unsere Welt. Das ist immer noch deine Welt. Deine Welt, ja. Was ist eigentlich, ja? Ich bin nett, dass ich euch überhaupt Asyl gewähre. Eigentlich halt die Fresse, Düssel, was sagen. Ich Hitlerstaat gar nicht geben. Nee, ich bin jetzt... Ich hab jetzt Angst. Sprich. Die klaut mir mein Wurstbrot. Ich bin der Wurstmeister. Was bist du? Der Wurstmeister, also sag. Nein, ist doch egal, jetzt fang doch an. Also wir haben heute Tag des Sieges. Ja, das ist aber auch schnell durch der Tag, denn da geht's im Wesentlichen nur darum, dass Billy einen Obstkorb bekommt. Boah, episch, nee. Obstkorb ist so die Eltern-Nachrichten-Ding. Das heißt, du hast da meistens noch einen kleinen Datenchip irgendwo drin oder ein tatsächliches Briefchen. Ach, du fickst mich heute. Ja, ich fick dich heute. Und da steht halt drin, dass... Also generell hoffen sie, dass es dir gut geht. Mit Antworten ist ja mal ein bisschen schwierig. Sie befinden sich in gesundheitlichem Zustand, Gedöns. Aber
Seitdem Rabutnik diesen Militärvertrag bekommen hat, was ja mal irgendwann in den News auftauchte, sind da tatsächlich so ein paar Leute von denen, ne? Sind da bei der Gru mit drin und auch beim Militär und es scheint so, als hätten die irgendwie irgendwelche Insider-Infos bekommen und haben schon ein paar Mitarbeiter, wie nennt man das, Militärangehörige denunziert und da gibt es jetzt ein paar interne Ermittlungen. Das heißt, deine Eltern müssen vorsichtig sein und das heißt, du kriegst jetzt nur noch 3.500 pro Monat von denen. Nur noch. Du wolltest wirklich ein Easy-Fit. Nee, warte mal. 3.000, okay. Weil 500 kriegst du noch durch deinen Laden. Also hier 3.000. Okay. Ja, das ist ganz schwierig und bla, und sie hoffen, dass sich die Lage bessert. Sie erwarten auch nicht, dass irgendwas von wegen deiner, ne, das steht dann sehr verschlüsselt drin, so deiner Angelegenheit mit das hin und so rauskommt. Das erwarten sie nicht, aber um halt da irgendwie Zahlungswege weniger offensichtlich zu gestalten, sind es halt jetzt 3.000 pro Monat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, super. An alle Tut Zuhörer, so es war angekündigt, alle liebe Zuhörer, regt euch nicht auf, es ist einfach nur. Ich glaube nicht, dass die sich aufregen, wenn du jetzt weniger einen Arsch geschoben bekommst. Natürlich, die sind alle voll auf Billys Seite. Es ist die wichtigste Person. Du meinst, die wollen alle, dass Billy ein bisschen mehr in den Arsch geschoben bekommt? Ja, richtig. Hm. Große Pferdedilden. Das ist überhaupt kein Problem. Macht das Jojo? Das, wenn Billy das unbedingt will, macht Jojo das auch. Kann Jojo Billy denn eine fucking Maschine bitte basteln? Selbstverständlich kann sie yes. das. Yes! Gut. Danke für die Nachrichten. Gut. Am 10.05., was ein Tag später ist, erkundigt sich Alisa, wie das Casting war. Übrigens mal so per Nachricht. Ich weiß nicht, was du da antworten willst, aber... Da war ja was. Mhm. Also ich hatte ja letztes Mal mitbekommen, dass du nicht wirklich hingehen wolltest. Deswegen... Nein, ich werde nicht hingehen. Nein. Ich höre da auf Jojo, also Billy hört auf Jojo. Und wird da nicht hingehen, weil es eine scheiß Idee ist. Vor allem, da wir ja jetzt anderweitig für Aufsehen erregen. Wobei jetzt sie ja gerne viel Sachen erregt, aber in die Richtung dann doch nicht. Oh Gott, heute Tag der schlechten Wortspiele, oder? Ja. Gut. Ich hoffe, da auch so ein schlechtes hin. Jetzt werde ich nicht. Ich wehre mich nicht, ich lasse es auf mich einwirken. Doch, das tust du leider, weil du die ganze Zeit immer wieder darauf hinweist und dann kommt wieder so ein, oh, war das schlecht. Oder, oh, es war ja aber auch schlecht, weißt du, so, komm. So, Ja, aber wenn du dich auf gute, schlechte Wortspiele einlässt, Gell. Dann darfst du sowas gar nicht erst anmerken, dann musst du direkt den nächsten hinterhersetzen. Richtig. Vielleicht noch einen schlimmer. Also sprich Richtig. Aus dem, quasi nochmal verschlimmbessern. Okay, ich gelobe Besserung, es tut mir sehr leid. Und nimm mal die Kritik jetzt an. Ja, ich habe das verstanden, was sie mir sagen wollte. Du brauchst es jetzt gar nicht zu kommentieren. Ist es. Du hast schon wieder diesen Unterton, das will niemand hören. Karma-Abzug. Für den Spielleiter. Ja, natürlich. Bonus-Karma für uns. 10.000. Moment. Alles, was dem Spielleiter abgezogen wird, kriegen wir. Richtig. Das heißt, ihr habt jetzt einen sehr, sehr großen Penis, oder was soll ich darunter verstehen? Ich wollte schon immer einen großen Penis haben. Ich auch. Awesome. Fällt ihn euch. Was? In der Mitte? Längs? Ich weiß es doch auch nicht. Ich muss einfach Leute dazu bringen, sich einen Cyberpenis einbauen zu lassen, und dann läuft das schon. Okay. Gut. Billy ist da auf jeden Fall eine gute Kandidatin. So, sie fragt nach Casting, was schreibst du denn? Ich schreibe, dass ich ganz dringende Angelegenheiten hatte und deswegen nicht an dem Casting teilnehmen konnte. Aber nochmal danke für den Hinweis und ja. Gut, sie meint dann halt noch so, dass sie nach weiteren Dingen Ausschau halten könne und dich immer mal informierte, falls sich etwas ergäbe, und dazu benutzt sie 47 Konjunktive. Jetzt, ja. Gut, und falls ihr nichts mehr tun wollt... Matrioschka halt, ne? Ja, Matrioschka. Ja, genau. Würden wir dann halt ganz hier schmeidig doch mal irgendwann zur Geldübergabe kommen können. An welchem Tag ist denn das? Das ist am 11. Mai, das ist ein Samstag. Dankeschön. Normalerweise war das ja immer mein Job nachzugucken, aber das machst du jetzt mittlerweile nicht mehr. Das gestehst du mir nicht mehr zu. Deswegen... Nicht mal mehr das. Nicht mal mehr das. Da hab ich Bock drauf. Das Ding ist, vielleicht darfst du das bald wieder übernehmen, weil ich habe ja extra diesen tollen Kalender mir gebastelt und da alles eingetragen und habe trotzdem in den richtigen Run-Folgen dauernd die Daten verbuzzelt, also...
Du darfst jetzt wieder, ich werde das nicht mehr tun. Ich hab da keinen Bock mehr drauf jetzt. Schade. Na doch, vielleicht. Also 11. Mai ist heute und es ist ein Samstag, sagt er. Oh, das hast du aber gut rausbekommen. Das ist geil, danke, dass du es machst. Ich liebe dich. Awesome. Ne, das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich habe dir jetzt blind vertraut. Das mach doch einfach mal weiter, Mensch. Das ist einfach deshalb schon klar, weil Jojo danach noch zu Olga muss. Wieso muss ich ja, zu Olga? Ach ja, das habe ich mir auch auf... Nee, habe ich nicht. Na, du die will sich doch die Narben wegmachen lassen. Ach so. Naja, sie will doch wieder ansehnlich werden. Damit nicht immer alle Leute dumme Fragen stellen. Sie will wieder niedlich werden, weißt du? Fick dich. So, ja, was haben wir gesagt? Irgendwann... Ja, sie will wieder niedlich werden. Um 10 oder so war das schon, ne? So, hier, Matrioschka. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch da irgendwie trefft oder irgendwie nicht oder irgendwas. Macht einfach mal. Ich weiß nicht, ob Jojo Bescheid Billy gibt an Billy. Selbstverständlich anrufen, na klar. Dein Ding rapappelt. How deep is your love? Hilla, 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 Trio. Ja? Hallo, Hase. Hallo. Na? Lust auf Frühstück? Immer. Gut, dann gehen wir jetzt frühstücken. Weil wir treffen uns nämlich jetzt bei einem Bekannten. Wir treffen uns am besten schon vorher. Und dann gebe ich dir noch kurz ein, zwei Hinweise, auf das wir achten müssen. Und dann können wir da ein ganz gepflegtes Frühstück zu uns nehmen. Ja, gut, ich bin schon bereit zum Abflug. Also ich setze mich in die Karre und komme geflogen. Hervorragend. Und danach können wir uns auch noch überlegen, wie wir die Bumsmurmel neu lackieren. Das kostet doch aber alles Geld. Das Lackieren kann ich selber machen. Das kostet doch trotzdem Geld. Du brauchst doch die ganzen Materialien. Na, ich brauche eigentlich nur die Farbe. Brauchen wir jetzt denn das Neulack? Brauchen wir das denn jetzt? Na, das Ding ist so auffällig und ich mag die alte Lackierung nicht. Ich möchte eine neue. Und so teuer ist das nicht. Das ist vielleicht ein Zwanni-Kosten für den Top-Farbe, den wir dafür brauchen. Was? Lass es mal schon ein bisschen mehr kosten. Ja gut, dann lass es einen Huni kosten. Aha. Also, ich zahle das. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, wenn du meinst. Ich finde, wir brauchen das jetzt. Ja, ich habe ja jetzt gar nicht widersprochen. Ich habe ja gesagt, wenn du meinst, das heißt ja eine gewisse Resignation, ne? Aber warum Resignation? Wir können uns gemeinsam überlegen, wie das Ding aussehen soll. Wenn ich jetzt sage pink, dann haust du mir die Kasse nach hinten. Nein, dann überlege ich ernsthaft, ob ich das unter anderem pink machen werde. Dann haben wir aber zwei Autos schon pink, das ist doof. Zwei Autos pink geht nicht. Vor allen Dingen ist es vielleicht besser, wenn er nicht ganz so auffällig ist. Gerade wenn wir da mal. Mitternachtsblau. Das geht, das können wir machen. Mitternachtsblau ist gut, toll. Dann machen wir es mitternachtsblau. Sehr schön. Ein Perleffekt noch? Nein, das wird zu teuer. Richtig, ich glaube, ganz einfacher Effa-Lack ist schon okay. Ich muss etwas auf den Nühen schauen momentan. Ach so? Geht dein Laden nicht gut? Nee, andere Probleme. Da können wir uns gleich beim Frühstück drüber unterhalten. Ja. Bis gleich. Ich bin auf dem Weg. Gut. Jojo legt auf. Billy schwingt sich in den Pink Panther und düst los gemächlich. Was sich ja widerspricht, aber das wollte ich jetzt einfach nur einwerfen. Genau. Jojo kommt auf dich zugelaufen, fällt dir um den Hals. Hallo. Hallo. Na. Wo gehen wir denn frühstücken? Was gibt's da? Also, pass auf. Das ist die Frau, über die ich auch den Job vermittelt bekommen habe. Und die wollte dich kennenlernen. Ehrlich? Ja. Wieso das denn? Na, weil die ganze Sache ziemlich gut gelaufen ist. Und wenn wir sowas öfter machen wollen, dann wollte sie nochmal mit dir sprechen. Ja, das hört sich gut an. Weil sie dich halt mal kennenlernen wollte und von dir noch ein bisschen was von dir hören wollte und so. Und das ist, glaube ich, eh besser. Und auf jeden Fall treffen wir uns da in einer Bäckerei. In einer Bäckerei? Ja, in einer Bäckerei. Aha. Okay. Und es ist besser, da morgens hinzugehen oder vormittags hinzugehen, sonst kriegen wir nur wieder Fischsuppe serviert. Das, oder Stockfisch. Oder Stockfisch. Das ist eine gute Idee. Dann, Bäckerei hört sich auch immer eher nach morgens und frischen Blötchen an. Das gibt's da auch. Da gibt's sowohl Brötchen als auch Blötchen. Ja, dann, so. Wie fahren wir da hin? Na, mir ist egal. Entweder mit deinem oder mit meinem Auto. Ja, wie ist es dir denn lieber?
Ach, weißt du was, ich fahr mal, sonst fährst du immer. Ich kann auch mal fahren. Yay, Benzin sparen. Alles klärchen. Was ist eigentlich los? Warum bist du in Schwierigkeiten? Na, Schwierigkeiten jetzt vielleicht nicht, aber mir wurde mein Budget gestrichen, bis auf weiteres. Gestrichen? Ja, nicht gestrichen, aber das ist schon fast wie gestrichen. Es wurde drastisch gekürzt. Oha. Hast du jetzt, kannst du die Wohnung noch zahlen? Brauchst ja, du jetzt geschlafen? Nee, das geht schon noch, denke ich. Achso, ja, dann kann es doch nicht so schlimm sein. Vielleicht solltest du dir überlegen, umzuziehen. Nee, ich will nicht aus meiner Wohnung raus. Die ist, nein. Die ist viel zu knuddelig. Und ich habe da meine ganzen Mädels kommen dahin zum Nägel machen und wenn die jetzt dann wieder in eine andere Gegend kommen müssten, das wäre scheiße. Das wäre doof. Okay. Na, wenn du nicht zurechtkommst, dann musst du Bescheid sagen. Naja, zurechtkommen tue ich ja noch nie, aber nee, in dem Fall denke ich, ist das kein Problem. Sollte, okay. Es lässt sich schon irgendwie regeln. Okay. Na, ist ja halt blöd, wenn du jetzt... doch Patte, oder? Was? Ja, wir bekommen doch jetzt außerdem unsere Patte, also soll doch erstmal ja, klar. Das geregelt sein. Also ja, aber her... wenn du nicht klarkommst, dann sag Bescheid, ja? Ich bin noch nie klargekommen. Na, wenn das alles nicht reicht oder so, dann sag Bescheid. Wenn du umziehen das, musst ja, oder wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst oder so. Weiß ich doch, dankeschön. Das klappt schon. Ja, wenn dann ich sowas ich höre, muss ich immer an, alles klar, ich muss jetzt aus meiner Wohnung raus und wohne vorerst auf der Straße denken. Ach Quatsch, deswegen... wenn ich... Da, bevor ich auf der Straße wohne, wohne ich bei Valeria und Boris oder so irgendwas. Oder ich, ja. Ne? Okay. Da, also auf der Straße lande ich nicht. Hoffe ich. Okay. Na, bestimmt nicht. Vorher ziehst du bei mir ein. Oh Gott, das wird... vorher ziehst du bei mir ein. Was wird das? Chaotisch? Wieso denn chaotisch? Also... Ich meine, wir verstehen uns ja gut und ich bin ja eine durchaus umgängliche Persönlichkeit, aber ich habe ein paar Angewohnheiten, die es Leuten schwer macht, mit mir zusammen zu wohnen. Aber wir können trotzdem Freunde bleiben. Ja. Das ist meine Schuld, nicht deine. Es liegt an mir. Genau, so ist es doch hier. Das hat sie dir gesagt. Sie hat Schluss gemacht. So ist es. Ja, habe ich auch so das Gefühl jetzt. Was? Na, Quatsch. Die Stimme in meinem Hinterkopf hat gerade nur wieder was Lustiges gesagt, deswegen musste ich das jetzt sagen. Das ist eher dieses, ah, weißt du, vielleicht ist das keine so gute Idee, was wir da jetzt gerade ansteuern. Das ist doch dasselbe quasi. Ja, Schluss gemacht, bevor es überhaupt zum Akt kommt. Zum Höhepunkt der Beziehung. Also den Zenit haben wir schon überschritten. Okay, er lässt sich langsam auf ein, es fängt langsam besser. Den Zenit haben wir überschritten, war aber jetzt schon lange. Also das war ziemlich gut. Wieso denn? Ja, wegen Zenit, Mann. Aha. Echt? Jetzt hat er das sagen müssen. Ja, weil du wieder so tust und mich immer verarschst. Ich hasse euch. Ich bin raus. Fickt euch. Du liebst uns. User of your channel. Ich hab mir die neuen Sounds eingespielt mit Rollis Stimme. Jetzt hatte ich das wirklich geglaubt. Wie, du hast Sounds mit meiner Stimme? Das finde ich natürlich nicht gut. Meine ganzen TS-Stimmen sind alle mit deiner gemacht. Ich liebe Gott. Dich. Mein Klingelton ist auch du, wie du mach. Okay. Und Meister lernen und so weiter. Macht mal hier. Kommt mal zum Potter, wer hält euch denn auf? Wir setzen uns in Jojos Auto und fahren los. Wir sitzen schon längst im Auto und haben während des Fahrens gesprochen. Reggae-Music während Jojos Haare sich... Jazz. Nein, heute ist Reggae. Es ist Samstag, wir sind gut drauf, es ist morgens, da hört man Reggae. Es ist Sonntag. Es ist Samstag, hat er gesagt. Hör doch mal zu, verdammt. Am Tag der Nein, der Tag der Sieges war Donnerstag. Es ist tatsächlich Samstag, das hört mir zu. Okay. Mann, komm doch mal zurecht. Was ist eigentlich in deinem Leben verkehrt? Junge. Mädchen. Wir nicht spielen bewiesen. Viel zu selten, das stimmt in meinem Leben nicht. Und ja, das ist tatsächlich nicht passiert. Das ist alles, seitdem du so aus der Haut gefahren bist, ne? Oh. White Russian, die wird noch abgeledert. Aber so richtig. Aber das ist doch. Machen wir heute eine Fisch-Session, es wirkt gerade ein bisschen. Nee, so. ich weiß nicht. Das kommt drauf an, wo wir da noch hinsteuern heute. Es kommt drauf an, wann du uns das Fell über die Ohren ziehst. Ja, okay, also ihr sitzt im Auto und hört Reggae. Ja. Steer it up,
Little Darling. Heute haben wir Copyright-Verletzungen bis zum geht nicht mehr. Nein, also. Das ist eine Parodie, das hört man doch. Ach so, ja, stimmt, klar. Das ist eine einzige Parodie. Die sind Trash. Also, ihr fahrt dahin. Ja. Kabumts. Flummi, outgehen. Wir müssen irgendwann nochmal, genau, wir müssen irgendwann nochmal gucken, dass wir Matrioschka auf der Karte ein bisschen versetzen. Ach so. Weil ich im Nachhinein die Spikes dahin gesetzt habe, ist egal. Unsere Welt ist so konsistent. Die Spikes dahin gesetzt, das möchte ich jetzt nochmal so sagen, ne? Also, ich war voll engagiert und habe meine Connections. Ich war voll bis oben hin. Das mal auch wieder. Und habe meine Connections auf der Karte eingezeichnet und alles toll gemacht. Und was macht der? Setzt die feindliche Gang in das Gebiet, wo meine Schieberin wohnt. Ja, du bist doch kein Schwein. Fahren wir jetzt eigentlich durch Spikes? Also, ihr fahrt Gebiet? Dahin. Nein, fahrt ihr nicht. Deswegen versetzen wir dir noch so, dass sie da nicht mehr drin ist. Okay. Irgendwann, wenn wir mal da zu Leben zurechtkommen. Ja, dann gehen wir in die Bäckerei. Ich habe die schon mal beschrieben, glaube ich. Ja, habe ich getan. Ganz recht. Hat sie. Warum hast du jetzt die Alte mit den dicken Titten aus dem Co-Sketch genommen, Alter? Ich war schon kurz vorm... Waren dicke Titten? Ja, da waren... Der hat... Da ist sie wieder. Matrioschka, da kann man nicht anders sagen. Da hast du ein Bild rausgesucht, da kann man... Tod durch Brüste sich durchaus vorstellen. Ja, aber die hat doch eine Jacke an und die war eigentlich auf Wandertour. So sieht sie zumindest aus, als ob sie auf Wandertour war und das ist irgendein Urlaubsschnappschuss von irgendeiner random Person. Aber deswegen hat sie trotzdem Brüste wie Bergmassive. Ja, das ist nur, weil die so schmal ist, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum die so schmal ist. Also auf jeden Fall in so einem Windbreaker solche Abzeichnungen zu bekommen, Auszeichnungen quasi. Achievement unlocked. Yep. Ach, sie ist halt einfach der mütterliche Typ. Die darf alles klar, da schießt die Milch ein. Ihre. Jo, bei mir. Nee, bei mir schießt Matrioschka jedes Milch Mal, wenn sie Jojo sieht. Ach so, okay. Richtig. Also, let's go. Also, ihr kommt an und ihr werdet geblendet, weil ihr Uterus so sehr leuchtet. Es ist ganz gut befüllt. Es gibt heute das Samstags-Brunch-Frühstück-Shit-Gedöns mit so Buffet. Also süß und Teilchen, wie ihr auch welche seid, ne? Aber auch allerlei anderer Kram. Sicherlich unter Billys Standard an Nahrungsmitteln, gerade der Obst kommt, der war einfach natürlich deutlich besser. Aber immerhin über der Sache mit dem Hangout da bei den Falcons von Folge 1, 2, ne? Aha. Genau, und sie hüpft nicht, boah, scheiße, ich bin geschädigt. Sie läuft da halt rum und macht da noch was am Buffet, dass es immer aufgefüllt wird. Sie hat ja auch Personal, dass sich da auch um andere Wünsche von Gästen kümmern kann. Das klingt und sieht euch erstmal nicht. Ja, das ist eine Bäckerpuff, das kennt man ja so. Klar, heiße Bäckerin aus ihrer Umgebung. Nein, da gibt's einfach geile Torten und fette Schnitten. Oh mein Gott. Du wolltest es, Jo, jetzt leb damit. Und Schnecksche. Ich bin ganz kurz, weil Chefin heimgekommen ist. Ich bin sofort wieder da. Gut. Also, gib mir eine Minute. Okay, dann geben wir ihm eine Minute, während Billy gerade kurz aufs Klo verschwindet. Nein, ihr lauft einfach in Slow Motion da raus. Genau. Nein, Jojo läuft gerade nicht in Slow Motion. Doch. Das kann die nicht. Slow Motion. Das kann die Slow nicht. Slow Motion. Das heißt in normaler Geschwindigkeit. Alles klar. nicht schlecht. Gut, man dingelt durch die Gegend. Oh, Kaffee, man muss Kaffee trinken. Du bekommst Kaffee. Das ist gut. Heißen Kaffee. Liebe Kinder, gebt fein acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Und ja, was? Kaffee. Dicke Fleisch. Säcke. Nix. Wurst. Dicke Fleischwurst? Ja. Yep. Jojo hat sich gerade Kaffee ergattert. Drück ich will auch Kaffee. Eine Tasse in die Hand. Ah, danke schön. Bitte ohne Kaffeesahne. Warum? Sahne macht dick, Schätzelein. Also Leute, ohne dieses Zeug, was du hast. Sagt es so zwischen zusammengekniffenen Zähnen. Ich vergesse das doch immer. Du hast so gut, ich muss immer ins Fitnessstudio alle zwei Tage rennen und Laufband und alles Mögliche. Dann lass es dir einbauen. Nein. Willst du meins haben? Nein. Bloß nicht. Ich möchte weiter. Keine Ahnung, ich möchte das nicht. Wo ist denn jetzt die Aale hier? Die Aale kümmert sich gerade noch ums Buffet.
Ich dachte, die kriegt sofort einen leuchtenden Uterus, wenn sie Flumi ist. Nee, die hat euch noch nicht wirklich gesehen. Die ist gerade halt ziemlich beschäftigt. Jojo fällt auch gerade jetzt ein, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt, wirklich zu frühstücken, weil sie eigentlich erst später verabredet waren und so. Oh, okay. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh. Wir können noch was essen. Oh, dann lass uns doch ein paar leckere Jevrex und Broja essen. Gut, läuft. Yay, yum, 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 yum. Jojo isst. Billy auch. Erotisch oder? Nee, gemächlich Sonntagmorgen, Samstagmorgen angemessen im Café sitzend. Leicht dunkend und belgisch dippend. Jojo ist gesittet, aber viel. Nee, Billy ist angemessen. Also die hat auch keinen krassen Hunger gerade. Jojo hat immer krassen Hunger. Eigentlich, ihr Hunger könnte nur noch gesteigert werden, wenn neben ihr einfach jemand explodiert. Dann, glaube ich, hätte sie richtig Bock, viel zu essen. Aber sonst ist sie ja auch schon, weiß ich nicht, ein schwarzes Loch. Sagen wir mal, ihr Hunger ist äquivalent zur Hirnmasse, die über ihren Körper verteilt ist. Also außen. Null? Hä? Egal. Jetzt habe ich es erst verstanden. Auf dem Schlauch. Umso mehr Hirne von fremden Leuten sie über den Körper verteilt hat, weil sie ordentlich rumgeschnetzelt hat, umso mehr Hunger bekommt sie. Ah, okay. Danke. Gern. Es war auch nicht verständlich, weil sie äquivalent statt proportional gesagt hat. Und ja, so kann man ja. Das versteht man dann einfach nicht, wenn es nicht richtig benutzt wird, die sophisticated language, ne? Ja, das, da kann sie nichts dafür. Sie ist ja nur eine Frau. Ja. Mit einer Behinderung aufgewachsen. Du weißt ja, warum die Babys nach der Geburt auf den Popo geschlagen bekommen, ne? Nee. Bei den Dummen fällt der Schwanz ab. Ach, stimmt, da war was. Dummer Spruch, Kieferbruch, tut mir leid. Nee, es ist vollkommen gerechtfertigt. Die ist alle knacken. Ich höre es gerade knacken. Wieso, unsere Genicke brechen gerade durch? Nee, ich glaube, bei ihr ist gerade wieder was eingerastet. Knacken. Sie kann wieder denken. Klasse. Nein. Gut. Was denn? Das ist alles so schön. Die ist auch jemand, wo du Angst haben musst, dass sie irgendwann mal vorbeikommt, dann steht sie grinsend mit dem großen Messer vor dir. Hallo! Hallo! 1, 2, 3, Jason kommt vorbei. 1, 2, Flummi kommt vorbei. Genau. 3, 4 okay. Fühlt sich an wie Geschwür oder was? Ihre Brüste. Wie kommst du denn jetzt auf ihre Keine Brüste? Ahnung. Wegen Mammografie, aber das tut mir jetzt leid. Weil er meine Brüste nett. Gern hat. Richtig. Vor allem, wenn du mir einen White Russian darin versteckst. Ich hab ihn nicht versteckt. Hört doch mal auf mit den Insidern jetzt echt. Schluss. Lass Matrioschka bitte ankommen, sonst kriegen wir euch überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Ihr esst und trinkt gemächlich und viel und nicht viel, völlig irrelevant, aber egal. Die halt Matrioschka die Fresse jetzt. Matrioschka könnte einen White Russian in ihren Brüsten verstecken. 10. Matrioschka könnte 10 Liter White Russian in ihren Brüsten aufbewahren. Dann irgendwann wird das Buffet abgeräumt und die Bäckerei. ungefähr so war das. Also irgendwann ist das Buffet dann auch vorbei und die Leute trollen sich. Außer euch. Mhm. Sitzen Kaffee trinken und Jojo ist jetzt hebelig, weil sie so viel Kaffee getrunken hat. Oh Gott. Was ist sonst nicht vorkommt. Zum Glück. Sie ist nie hebelig. Nein. Sie spielt dann eben Jojo rum. Ja, Matrioschka kommt an. Stellt neben dir die Heizung höher. Legt euch beiden eine Packung Trockenfisch hin. Du wartest vergeblich auf eine Reaktion jetzt. Nein, ich weiß auch nicht. Ich bin schon ein bisschen fertig jetzt. Und gebt euch beiden noch ein süßes Teilchen nach dem Motto. Ihr habt ja so wenig gegessen, Mädels. Übrigens, war das eine Elfe? Flummi, ja, ne? Ja. Dann habe ich nichts gesagt mit übrigens Düs. Setzt sich halt euch gegenüber. Die einzige meiner Connections, die Elfe war, ja. Scheiß Rassist. Ja, ich kann Elfen nicht leiden. Ich sag's jetzt laut an alle Zuhörer. Ich kann Elfen nicht ausstehen. Das sind dreckige Huren. Das sagst du nicht zum ersten Mal. Nicht zum letzten. Das heißt also, Billy ist eine dreckige Hure? Und das willst du jetzt bestreiten, oder was?
Ein dreckiger Hurerich, bitte, ja? Ein dreckiger Stricher. Hurerich. Ein dreckiger Hurer. Rich. Rich. Danke. Mach's komplett. Ein dreckiger Huros. Das hört sich toll an. Ihr kleinen dreckigen Fickfeder, sie setzt sich also hin. Wir verstören den Spielleiter. Ich glaube auch. Nee, ich weiß nur, ich vergesse dann immer alles, was ich machen wollte. Irgendwas wollte ich heute noch mit Wasser auskippen oder so, aber egal. Erwartungsvoll faltet sie die Hände, blickt euch freundlich an. Billy ist nun nicht wie Jojo so der niedlich Typ. Billy ist ja eine echte Lady, das heißt, bei ihr leuchtet der Uterus jetzt nicht so immens wie bei Jojo. Das führt aber vermutlich dazu, dass sie auch nicht so genervt wird. Da kannst du glücklich sein, Lüss, ich mach dich heute wieder mal nicht fertig. Mal nicht fertig, nicht wieder. Ja. Jojo holt ein Paket mit einem Schleifchen drum und stellt es Matrioschka hin. Paket wie Paket, du hast doch echt Geschenkpapier benutzt. Und ein buntes Schleifchen. Kleine Bärchen? My Little Ponies. Mit Regenbogenmähnen und Regenbogenkotze. Ich dachte, schön. Wir haben Dünnpfiff. Regenbogen-Dünnpfiff. Die haben Regenbogen-Dünnpfiff und Kotzen. Selbst gut. Geil. Na klar. Finde ich schön. Du hättest auch Billy fragen können, ob sie eine AR-Packung drumherum bastelt, aber... Ja. Aber sie ist eine dreckige kleine Misthure. Sie nimmt Elfige. Das entgegen. Sie lächelt. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Sie packt es aus. Sie erfreut sich gar sehr. An dem Inhalt schraubt das Ding dann auch gleich auf. Die restliche Belegschaft ist es gerade hinten in der Küche und kommt wohl auch gerade nicht mehr raus. Und wir haben offensichtlich die Fenster verdunkelt, damit niemand durch Schaufenster reingucken kann. Fenster sind doch fast immer verspiegelt in SR. Ah ja, stimmt. Ich vergesse das immer. Wegen der bösen Magier. Und wenn nicht, sind sie mit AR-Werbung vollgezimmert oder irgendeinem anderen Scheiß. Ich meine, du willst ja, wenn du außen an so einer Bäckerei vorbeigehst, dann willst du ja nicht sehen, wie gerade jemand so einen richtig fetten Fladen hier Erdbeermus im Gesicht hat. Das ist doch nicht schön. Das ist richtig. Also mich tönt das an. Okay. Das ist natürlich ehrlich. Dann sind sie nicht verspiegelt und sie ist total unprofessionell. Nein, die sind verspiegelt, bla. Cool. Packt es aus, schraubt es auf, nimmt sich die Credsticks raus. Guckt nach, wie viel drauf ist. Und? Sehen wir das? Nö. Schade. Kannst du versuchen, ihr Comlink zu hacken, wenn du Bock hast? Nö. Ja, aber er ist eigentlich ein super Akt gewesen. Das ist super. Aber war nicht eigentlich irgendwie... Ach, du hast ja gesagt, euer dritter Mann war irgendwie nicht mehr auffindbar, ne? Richtig. Das habt ihr echt zu zweit hinbekommen. Das ist ja echt klasse. Na, keine Fragen, ganz, oder? Es gab jemand Dritten, der andere Wege eingeschlagen ist, sagen wir es mal so. Okay, also hier bekommt ihr erstmal euer Geld. Sie gibt euch einen der Credsticks, wo sie einen erheblichen Geldbetrag wohl schon abgebucht habt, weil da jetzt nur noch 9.000 drauf sind. So wie ich das sehe, wird glaube ich, mein Geschäftspartner sehr zufrieden sein. Und ich bin da auch, also ich bin ein bisschen überrascht und ich bin auch hoch erfreut, dass das so super geklappt hat mit euch. Deswegen... Wenn ich nochmal was hätte, hättet ihr da irgendwie Interesse, nochmal mitzumischen, eine kleine Runde zu drehen? Immer. Klar. Okay. Dein Name ist? Foxy. Foxy, okay. Lady, sagt man zu mir. Okay, Foxy. Und jetzt ist, es klingt immer total bescheuert, bei Karl Combat Mage und so die ganzen Poser, die sagen immer... Und, was kannst du? Furchtbar, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie ich es formulieren soll. Was machst du denn so? Oder wofür könnte man dich denn gebrauchen? Sie haben doch sicherlich sich die Nachrichten angehört, oder? Ja. In dem Zusammenhang, wo... Ja, das natürlich. Ja. Naja, das Chaos, was abgelaufen ist unten, das geht auf mein Konto. Also... Boah, ich kenne mich mit dem ganzen Matrix. Ja, das alles. Das habe ich mir gedacht. Ich kenne mich da schon auch ein bisschen aus, klar. Ich kann es nicht richtig ins Verhältnis setzen, aber auf jeden Fall gute Matrix-Arbeit, Hacking-mäßig, alles klar. Ja, natürlich. Super. Noch irgendwas? Oder so One-Trick-Pony-mäßig? Naja, was heißt One-Trick-Pony-mäßig? Alles, was irgendwie die Richtung mit... Na, kann ich Con sagen da in dem Zusammenhang? Na, ich bin halt ein Artisan, könnte man sagen, oder? Jojo, was meinst du? Ich glaube, wir brauchen Übersetzung in dem Zusammenhang. Oder Flummi? Wieso?
Ja. Artisan, was? Ja, also eine Künstlerin. Ja, ja. Ach so, eine Con-Künstlerin, alles klar. Ja, ja, ja. Eine Sophie. Sozusagen. Auch mit Eis spiele ich gerne rum. Sorry, da musste sein. Jetzt. Ja, klar musste der sein. Es läuft mir auch immer noch kalt den Nacken runter, Junge. Na, sagen wir es mal so, wenn es darum geht, dass sie ist ganz gut darin, sich als wer anders auszugeben und so ein Krams. Also das kann die schon ganz gut. Okay. Sagen wir es mal so, da wo man an die Matrix ran muss, da komme ich hin, nicht weil ich mit großen Waffen rumhantiere, sondern weil ich einfach mich schön irgendwo einbunkern kann. Weil du mit großen Waffen rumhantierst, sagen wir es doch mal so. Ich habe überhaupt gar nicht mit Waffen rumgemacht, noch nie, das ist deine... Ich glaube, sie meinte andere Waffen. Psch. Die Waffen einer Lady. Jetzt, du spielst nur wieder auf meine Brüstchen an. Nein, und auf deinen Charme. Ach, mein... Dein Charme, nicht Scham. Das ist was anderes. Der Schaf von Perl. Ja. Okay. Alles klar. Entschuldigung. Nee, ist ja. Ich habe zu viel Kaffee getrunken. Ja, das habe ich schon gesehen. Iss doch mal ein bisschen Fisch. Nein. Ich schieb den dir hin. Ich möchte jetzt keinen Fisch. Ist dir kalt? Essen. Nein, oder mir ist auch nicht kalt. Mir ist warm. Nein, danke. Es ist warm draußen. Okay, kann ich sonst noch was für euch tun? Erstmal so zwischendurch die Frage: Ist alles okay bei euch? Ja. Jo. Okay, gut. Also wie gesagt, ich bin absolut sicher, dass mein Geschäftspartner sehr zufrieden sein wird. Ich bin sehr zufrieden. So wie ich es jetzt verstanden habe, hattet ihr ein bisschen Glück am Ende mit der Pseudoschießerei. Da fehlt unter Umständen noch was. Und ansonsten weiß ich ungefähr, in welche Richtung es gehen kann. Na, ich meine, wenn die Kacke am Dampfen ist und irgendwas mit Schüssen fällt, dann rennt ihr weg. Das habe ich so verstanden, weil große Waffen halt nicht und sowas. Na, mit einem Sturmgewehr können wir beide, glaube ich, nichts anfangen, oder? Ja, auch nicht nur das. Ich meine, ihr seht jetzt, ich weiß nicht, ob du halt was eingebaut hast. Jetzt Blick zu Billy, ne? Aber ihr seht so beide nicht aus, als würdet ihr was aushalten auch, ja? Also sagen wir es mal so, wenn uns die großen Kaliber gegenübergehalten werden, dann wäre das zumindest eher ein Part, wo wir vielleicht eher Fersengeld geben. Oder uns eine andere Möglichkeit suchen. Genau. Wir gehen keine brachialen Wege, ganz sicher nicht. Wir gehen eher den subtilen, so wenig Aufsehen wie möglich, effektiv. Sie hebt die Augenbrauen etwas verwundert. Dabei etwas, sie grinst ein bisschen. Verkneift sich das Grinsen, das gelingt ihr nur nicht ganz. Naja, subtil würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Wie, wieso? Also ich meine, ich würde es nicht irgendwie waffenstarrend oder aggressiv nennen, aber subtil war ja das ganze Chaos nun nicht. Aber es geht mich auch gar nichts an. Ich will es auch gar nicht genau wissen, wie genau ihr es gemacht habt. Ich verstehe, was du meinst. Gut. Genau, dann passt das. Dann werde ich mal gucken. Ich würde mich nochmal bei euch melden, wenn was ist. Und versucht. Obwohl. Nee, ist super. Wenn ihr noch Fragen habt, also ich. Wir sind jetzt hier erstmal durch und. Ja. Rufst du dann mich an oder willst du sie direkt anrufen auch? Vielleicht. Nee, das läuft über dich alles. Okay. Wir kommen ja im Doppelpack. Ja, aber gib trotzdem mal deinen Comcode. Wenn ich zum Beispiel euch schon, wenn ihr gerade was macht für mich und ich kann Jojo nicht erreichen, ist es auf jeden Fall günstiger, wenn ich noch eine andere Nummer habe. Und da ihr offenbar zu zweit irgendwas machen wollt, ist das sinnvoll, glaube ich. Ich schicke über DNI an Jojo die Frage, ich kann ihr vertrauen oder soll ich ihr besser meinen anderen Comlink geben? Also meinen anderen Comcode. Von Jojo kommt zurück, sie hat meinen Arbeits-Comlink. Das Comlink, okay. Also sie hat den Comcode von meinem Arbeits-Dingsbums. Also nicht deinen richtigen? Nicht meinen privaten. Ja, okay, ich gebe ihr dann meinen Wegwerf-Comlink-Link. Alles klar, danke. Gut, wird gleich noch jemand kommen, euch ein bisschen was mitgeben und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gut. Sie hebt sich dann auch und verschwindet, wischt sich die Hände schön am Schürzchen ab, so ein kleiner Typ, der ist bestimmt erst 14, bringt euch dann so ein richtig fettes Paket Essen, so Tupperware mit Borscht und Suppe und Trockenfisch und allem möglichen herzhafte Kost, was zwei junge, zarte Mägdelein so brauchen im Leben. Ach, Du hast dich schon geprägt mit deinen Fressorgien als, oder? Ah, Sekunde, da ist noch was drin. Da sind noch zwei Wärmflaschen drin und zwei dicke, selbstgestrickte, warme Socken.
Bitteschön, friss. Das ist jetzt aber schon goldisch. Ich finde das total süß, wie unser Spielleiter ausdrückt, was er gerne gehabt hätte, als er noch jünger war. Ja, Liebe zum Beispiel. Und frisch gestrickte Socken. Und sollen Bier. Sollen wir dir Liebe geben? Oh Gott, nein, bitte mit der Stimme nicht. Liebe. Ja, mit der schon eher. Ja, Liebe. Kuscheln. Amor anale. Amore digitale. Wir schmusen. Oh, ich hasse das Wort. Ein bisschen Kuscheln. Gut. Also ich bezahle gut, lieber Zuhörer, 10 Euro für eine Minute Schmusen mit mir. Das dürfte alles klar gehen. Er ist aber leicht krassig. Du bezahlst den Zuhörer dafür. Ja, natürlich bezahle ich den, dass er mit mir schmusen muss. Wir bezahlen doch auch alle, damit die uns zuhören. Also ich meine... Ach Mann, musst du das jetzt sagen? Also wenn es das eine, das du sagst... Das wissen die doch, die haben doch immer ihren Gehaltscheck, Mensch. Ich dachte, das sind alles freiwillige Zuhörer. Ja klar, das, ne? Ich springe jetzt vom Balkon. Aus dem ersten Stock. Mach's gut. Tschüsse. Tschüssen. Bis zum nächsten Mal. Oh, dann kann er ganz viel mit uns spielen, weil er ein gebrochenes Bein hat und nicht arbeiten kann. Ich kann leider meine Arbeit auch mit dem gebrochenen Arm ausführen. Yuzel died. Hat er gerade Yuzel? Out of your channel. Ich hab gesagt, User died, Mann. Hör mich mal zu, du Arschkrampe. Gut. So, ihr habt ein ordentliches Fress- und Wickel- und Wärmpaket. Bitteschön. Gut. Es ist wenigstens keine wärmende Baumwollunterwäsche dabei. Noch nicht. Moment, dann schau nochmal genau nach. Genau. Und Blasenentzündungsmedikamente. Du kannst dich entzünden beim Blasen? Ja, klar geht das. Schön. Herpes nennt man das, weißt du? Richtig, und Abnutzungserscheinungen. Schön, Herpes am... Oh, nee. Gut. Oder du kriegst eine Kiefergelenksentzündung. Schön. Was haben wir denn jetzt auf dem Kretzdick drauf, wir beiden? Na, 9K. Wie versprochen. 4,5 für jeden. 4,5. Nice. Also eigentlich 3 für jeden, aber 4,5 für jeden. Ja. Brauchst jetzt nicht nochmal eine Auseinanderklappbustern. Awesome! Monete hier! Ja! Jojo, ich glaube, du hast noch nie in deinem Leben so viel Geld besessen auf einmal. Ich wollte das nur angemerkt haben. Ich meine, du kommst aus reichem Hause und so, das weiß ich alles. Aber du konntest ja nie über das Geld verfügen. Das stimmt. Was ist denn auch Geld, wenn man keine Liebe bekommt? Gar nichts. Nichts. Ich gehe jetzt sofort auf den Strich und kauf mir Liebe für das Geld. Okay, nein, Jojo, du bekommst Tripper. Ich wollte Tripper, Trapper, Tripper, Trapper, Tripper, Trapper, Tripper. Hey, Tripper, Trapper, Tripper, Trapper, Tripper, Trapper, Tripper. Hält das Leben interessant. Schön. Und jetzt, was machen wir denn jetzt Schönes? Gehen wir feiern, oder? Willst du feiern gehen? Weiß nicht, jetzt ist es doch eigentlich... Ich muss noch zu Olga heute Abend. Ach, du willst zu Olga? Ja. Ja, dann geh doch. Dann, ich hab meinen Termin bei Olga. Geh doch zu Olga. Na, damit ich wieder feiern kann und auch endlich mal wieder kurze T-Shirts anziehen kann. Und nicht aussehe wie eine Mumie. Ich fand das aber stylisch. Was? Meine Pflaster? Das war noch ein Zwickel. Ja, ich nicht so. Naja, das ist... Du musst dich ja wohlfühlen in deiner Haut. Richtig. Boah. Kann ich gut nachvollziehen. Ich wollte schon sagen, wer ist damit auch nicht rumgelaufen? Außerdem müsste ich dann eine Menge ziemlich dummer Fragen beantworten und da habe ich keine Lust drauf. Ich kann das gut verstehen. Ja, Kumpels fangen dann immer an zu nerven. Du hast aber auch komische Kumpels. Wieso das? Die hauen einem immer gleich die Kasse nach hinten. Hä? Mhm. Wann das? Wann hat denn einer von meinen Kumpels dir die Kasse nach hinten gehauen? Na, wie heißt der andere gleich wieder? Der Ketchup King? Gigor. Genau. Der hat dich doch gar nicht geschlagen. Doch, der fast. Du hast aber aufs Maul ziemlich ungünstig aufgemacht, das muss ich jetzt mal so sagen. Das war charmant, Flirt. Nein, das war nicht das charmant. Das war charmant, doch. Nein, das war einmal aufmucken an der falschen Stelle, Billy. Ach, Quatsch. Der braucht sich gar nicht so anzustellen. Das war einmal aufmucken an der falschen Stelle. Der weiß gar nicht, wie aufmucken geschrieben wird. Also, wo sie recht hat. Tschüss. Ja, okay, er weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber trotzdem. Weiß er auch nicht. Egal. Ja, lassen wir das jetzt. Das ist einer meiner besten Freunde, also Ruhe jetzt. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ich bin ja auch nur der Hase. Was heißt hier nur? Ja, ich bin ja auch nur der Hase. Ach Mann, es ist doch alles gut gegangen, was soll das denn jetzt? Jojo drückt dir einen dicken Schmatz auf die Wange. Ja. Es klebt. Uah. Du hast so viele Berliner gegessen. Entschuldigung.
Macht doch nichts. Aber sie schmecken so gut. Ich weiß. Die machen auch so dick. Mm. Ja, ja, kannst du nicht mitreden, weiß ich ja. Nee, ich versuche gerade. Jojo steht vor dir und mustert dich. Wo du recht hast. Wie, was, wo du recht hast? Hm. Ha? Was guckst du jetzt so? Was? Ich wollte nur mal sehen, ob ich dich damit kriege. Und ja, tu ich. Boah. Blöde Kuh. Ja, ich bin so böse. Klöde Budu. Voll gut. Ich habe noch Zeit bis heute Abend, aber ich sollte keinen Alkohol vorher trinken und keine Drogen vorher nehmen. Aber bis das heute stimmt. Abend habe ich noch Zeit. Je nachdem, was wir jetzt machen wollen. Gehst du dich mal wieder tätowieren lassen? Ja, aber erst, wenn ich das durch habe. Achso, mit der Haut. Genau. Und wo gehst du dann hin? Zu Sergei. Und du wolltest mich da mal mit hinnehmen, hast du gesagt? Ich nehme dich mit. Wann? Na, ich weiß nicht. Ich muss erst mal hören, was Olga heute Abend sagt. Und wenn das durch ist, dann gehe ich hin. Und dann nehme ich dich mit. Dann rufe ich dich vorher an. Soll mal vorher schon mal hingehen? Flumette. Ja. Ich werde dich jetzt hier einfach mal unterbrechen. Ja, unterbrechen. Boah, voll krass. Ich habe mir was getraut. Erstens, warum sollst du keinen Alkohol trinken und keine Drogen nehmen? Zweitens, also ich meine, ich unterstütze Konsum nicht. Outgame, na, das aber Ding ist, dass Jojo nicht weiß, was jetzt genau gemacht wird. Doch, das weiß sie garantiert, weil sie sehr viele Jahre ihres Lebens in der Gegend St. Petersburg zugebracht dort hat. Nein, und auch in Moskau. Insgesamt nur eins. Völlig irrelevant. St. Petersburg etwas mehr als ein Jahr, ja. Völlig irrelevant, da bekommt man Narben und sie hat auch in Moskau Narben gehabt. Und ich nehme ganz stark an, stimmt, dass wenn sie jetzt, sie ist ja nicht jetzt plötzlich eitel, sie ist ja auch schon vorher eitel gewesen. Na, ein paar Narben. Das heißt, du kennst die Prozedur. Ja, stimmt, aber der hat man sie als Kind ohnehin unterzogen, als sie da aus der Gang in St. Petersburg, als sie da nochmal abgegriffen haben. Soweit ich weiß, hast du einen fetten Durchschuss am Arm gehabt. Das ist eine Riesennarbe, die hast du auf jeden Fall weglasern lassen. Ja, die hat sie weglasern und das lassen, ist tatsächlich richtig. Bloß, wie wird das gemacht, mit irgendwelchen Naniten, die das Narbengewebe wegfressen und dann dafür sorgen, dass der Körper das richtig nachzüchtet, die Haut, und nicht halt irgendwie verkrustet und verschwurbelt und Hautüberproduktion dort macht. Von daher, du kriegst da irgendwas reingespritzt, dann kriegst du da ein Pflaster drauf, ein spezielles, was ein bisschen abdichtender ist, und dann ist alles ganz normal. Okay. Gut, wir gehen jetzt zu Sergei. Sollen wir da echt? Wenn willst du? Willst du ein Tattoo? Keine Ahnung, wäre doch mal eine Idee. Gut, dann gehen wir zu Sergei. Dann spring ins Auto und wir fahren hin. Ja, ich setze mich doch klar wieder auf den Beifahrersitz und dann geht's los mit deiner. Ich habe noch gar keinen Namen für dein Auto. Das ist nicht schlimm, mein Auto braucht keinen Namen. Doch, jedes Auto braucht einen Namen. Okay, dann darfst du dir ein Auto für meinen Namen ausdenken. Nein, einen Namen für mein Auto ausdenken. Autos sind auch nur Menschen. Sklaven. Ja. Aber will nicht jeder einen Sklaven haben? Ich möchte, ja. Doch. Siehst du? Ich habe jetzt nur wieder böse Sachen gedacht, deswegen habe ich nichts gesagt. Jeder will einen kleinen Sklaven. Ja. Ja. Ab zu Serge. Zu Sergei. Brummli, Brummli, Brummli. Er hat nicht offen. Ach, du hättest mal vorher anrufen können, ne? da hast du wohl recht. Das hätte ich machen sollen. Ich hab's vergessen. Sie ruft Sergei jetzt an. Warte mal bitte kurz. Wo wohnt denn er überhaupt? Hast du den gar nicht eingezeichnet, oder was? Was? Ich hab den bestimmt eingezeichnet. Der ist irgendwo in Moskau. Nee. Nee, ich sehe den nicht. Ich guck jetzt nach. Und wenn ich den finde, ne? Dann? Dann stecke ich dir meine Faust in den Arsch. Das ist nichts Neues, aber trotzdem sehr höflich. Ich weiß, dass du drauf stehst, aber ich lass das Gleitgel weg. Red Russians, wir wissen, was Männern gefällt. Und Transvestiten. Ja. Natürlich. Ja, du hast ja vollkommen recht, tut mir leid. Wir sind ja quasi auf Transvestiten spezialisiert. Ha. Ich hab's ja echt nicht eingezeichnet. Fuck! Ich weiß auch nicht mehr, aber irgendwie du sagst irgendwo in Donskoi, ja? Ich muss nochmal eben gucken, ob ich ihn nicht noch irgendwo in einfach übersehen habe. Naja, muss nicht in Donskoi. Wenn dir was anderes besser passt, dann nimm was anderes, aber. Nö, das ist schon eine ausgezeichnete Sache. Ich werde euch das um die Ohren hauen, ja. Nicht. Nee. Passt. Oh, das ist voll gut. Machen wir so. Also, du rufst ihn an und sein Ding rappappelt und entweder merkt er es nicht oder es interessiert ihn nicht. Aber. Ja. Okay, mach du erstmal. Dann kriegt er eine Nachricht. Geh ran, du Affe. Offenbar reagiert er nur auf ein Kind oder so. Auf jeden Fall geht er immer nicht ran. Billy.
Den Schuppen hat es ja auch schon mal irgendwann beschrieben gehabt, ne? Ist ja völlig egal jetzt auch, was du siehst. Ich meine, man langweilt sich ja und so weiter. Ist also die Xenia. Die Xenia ist eine Nutte von Vali. Und du siehst sie mit einem Fleischer weggehen. Das weißt du ja, aber ich wollte es nur noch mal kurz vielleicht für die Zuhörer. Vali ist ja mit den Falcons verbandelt und Valis Nutten haben nicht mit anderen Gängern zu reden. Die haben auch erst recht nicht das zu tun, was du jetzt siehst, nämlich einen Credstick entgegenzunehmen von eben diesem Typen und ihm dafür einen Datenchip in die Hand zu drücken und dann mit ihm in irgendeine Straße weiter lang gehen. Also die haben sich getroffen, dann wechselt da das eine das andere und so weiter und dann gehen die zusammen weg. Das sollte so nicht sein. Verzeihung, irgendwie ist bei mir gerade was ausgefallen. Wer geht wie wann wo zusammen weg? Das du siehst du gar es nicht. Gut, das ist praktisch. Du schreibst gerade Affe und musstest es umdingsen, weil umgedingsdingsig ist. Kennst du ja. Gedöns vor allem noch. Richtig, Gedöns. Ich habe Emoticon dazugekriegt und ich musste erst das Richtige raussuchen. Ach, welches nehme ich denn heute? Na, den kopulierenden Affen. Ich dachte, den, der gerade irgendwie mit seiner Scheiße wirft. Ich dachte, der sich mit dem Finger im Arsch steckt und dann vom Baum fällt. Also jetzt müssen wir das mal präzisieren. Welcher ist es denn jetzt? Also es ist der Affe, der sich seinen Finger in den Arsch steckt, die Scheiße aus seinem Arsch rauspult und die dann gegen das Display wirft. Jetzt ist es eklig. Nee, vorher ja nicht so. Ach, schön. Du siehst also nix. Billy sieht das. What the fuck? Billy schreibt eine Nachricht ohne an schon wieder an Valeria und fragt sie, was denn seit neuestem ihre Mädels und vor allem Xenia mit Fleisch und am Hut haben. Ist notiert. Dankeschön. Und dann wird sie gucken, ob sie den Comlink hacken kann von Xenia. Uha. Ob das ein guter Comlink ist. Also ich mach einfach mal eine Perception. Mach Matrix. Mal eine Matrix-Perception, bitte. Eine Matrix-Perception. Das darfst du auch gerne, Intuition plus Computer plus eigentlich plus 2, aber hier wegen der schlechteren Matrix-Verbindung ist es bloß plus 1. Und hör auf, mich zum Sechseln zu bringen, du dreckiger Mistsack. Aha. Na, dann mache ich doch mal 8 Würfelchen. Ja, und ein Erfolg. Geht. Also, kriegst du hin, nicht ganz mühelos, aber kriegst du hin. Gut. Jetzt muss ich mich erstmal aufrichten hier, das wird jetzt interessant. Jetzt wird's interessant. Nö, wird's. Und zwar, ihr Gomlink, ne, hat ja auch eine schöne Ikonografie, und zwar die war wohl gerade im Angebot oder vorinstalliert irgendwas. Handelt es sich um so einen alten, verlassenen Stadtteil Moskaus? Boah, nein, viel besser. Es ist einfach mal Tschernobyl. Tschernobyl, richtig schön verrottet, 2080, immer noch schön die Strahlung, unangenehme Umgebung, verfallene Häuser und dergleichen. Keine Menschenseele. Ach, du fragst mich jetzt, wie ich es mache, ne? Ja, aber... Also, da es sich um Tschernobyl handelt, bin ich einmal im radioaktiven Schutzanzug, komplett in weiß gekleidet, mit Geigerzähler. Und den Wissenschaftler, den ich darstelle, der möchte gerade eine Untersuchung der Bodengegebenheiten vornehmen. Was sich quasi darin äußert, dass ich nicht nur mit dem Geigerzähler herumlaufe, sondern auch spezielle Bodenproben aus diesem Stadtteil von Tschernobyl oder beziehungsweise von dieser Ära, mein Gott, von dieser Gegend rund um den Tschernobyl-Reaktor mir herauspicke. Okay, du hast also in der Matrix alle Möglichkeiten zur Ikonografie und du bist ein Geologe? Ernsthaft? Ein Geologe, bitte. Ein Geologe? Okay, ja. Alles klar. Du nimmst Bodenproben und hinterlässt dabei das kleine, putzige Mark. Was möchtest du so jetzt machen? Die hat einen Datenchip gegeben, ne? Yep. Und hat einen Kretstick angenommen. Ganz recht. Kann ich auf den Stick lesend zugreifen? Sie hat den Credstick mal eingeschoben, um zu sehen, wie viel drauf war. Du kannst sehen, wie viel das war. Sie hat 400 Nyen bekommen. 400 Nyen für einen Datenstick. Hm. Ah. Mhm, mhm, mhm.
Und den Datenchip hat es, kann ich auf dem, ob sie vor kurzem, also sprich, kann ich auf dem Comlink sehen, ob sie vor kurzem einen Datenchip irgendwie eingeschoben hatte noch, verbunden hatte? Ja, sie hatte tausende Datenchips halt drin, was man so im Alltag braucht, aber den speziell nicht. Also die Infos, die auf dem Datenchip sind, hatte sie nicht auf ihrem Comlink. Zumindest, zumindest ist da nichts irgendwie, was relevant ist auf ihrem Comlink, was ein Gänger kaufen könnte. Zumindest nichts, was du dir vorstellen kannst. Du hast ja auch von Gangs keine Ahnung. Übrigens, Jojo, Billy hockt gerade, weil sie ja die ganzen Daten erstmal durchguckt, so 30 Sekunden komisch da und scheint, sie runzelt die Stirn, Alter, sie hat Falten. Abadisch quasi. Hey, Schnucki, alles klar? Nee. Was ist denn los? Hör auf zu essen schon wieder, lass den Korb in Ruhe. Aber ich hab Hunger. Hier ist gerade eine Sportsteinschwalbe von Walli rumgewackelt mit einem Fleischer zusammen. Warum weiß ich eigentlich, dass es ein Fleischer ist, Spielleiter? Naja, er hat nur ein Ohr. Ah, okay, gut. Ja, also mit einem Fleischer zusammen ist da gerade eine Bordsteinschwalbe von Walli rumgewackelt. Wes? Nicht Wes. Kurze Info, ihr seid nicht im TÜV der Fleischer. Was macht denn der Typ hier? Willst du das nicht wissen? Doch, ich will das wissen und wir werden das jetzt sofort herausfinden. Wie, was willst du denn machen? Du kannst mal gucken, ob du mit der Nutte reden kannst und ich werde jetzt schauen, was hat die denn mit dem gemacht? Haben die gelabert? Hast du was gehört? Die haben was ausgetauscht miteinander. Sie hat einen Kretstick bekommen mit 400 Nyen und sie hat ihm dafür einen Chip gegeben. Okay, wir brauchen den Chip. Wir brauchen einen Chip. Du meinst, wir brauchen einen Chip? Ab sofort. Chip. Sofort, ja, klar. Ritter des Rechts. Gut. Und wir sollten dringend gucken, ob die Tussi weiß, was sie da gemacht hat oder nicht. Wie? Wenn die Geschäfte mit dem Fleischer macht, geht gar nicht. Jojo, wenn Valeria das rauskriegt, das, was ich hier schon geschrieben habe, übrigens über Nachricht, dann knüpft die auf. Ja, das ist doch gut so, es gehört sich so. Ich hoffe es. Aber wir sollten trotzdem rauskriegen, was sie da gerade gemacht haben. Ja. Und zwar dringend. Sollen wir denen hinterhergehen? Ja. Dann, hast du eine Wumme dabei? Ja, im Auto. Das Mädel kriegst du jederzeit, oder? Ja. Gut. Ich bin auf ihrem Comlink. Okay, wir weißt du vielleicht auch sogar, was sie da gemacht hat? Ich habe ihn jetzt gerade durchsucht und habe jetzt nichts Spezielles gefunden. Also nichts, was einen Gänger interessieren würde. Ich müsste eigentlich dann versuchen, den Gänger-Comlink mal zu hacken. Durch Matrix-Perception-Bosse könnte ich doch rausbekommen, wer sich gerade in nächster Umgebung zu dem Gänger auffällt, oder? Zu der Bordsteinschwalbe, Entschuldigung, mein Gott. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Also du siehst sowieso eigentlich alle Comlinks, die offen laufen. Klar. Also halt normale Menschen in 100 Meter Umgebung von dir. Und klar, mit einer Mini-Wahrnehmungsdings, da siehst du auch noch sonst alles, was versteckt ist, natürlich nicht so, bla bla. Klar. Die beiden gehen auch, also sind zusammen um die Ecke gegangen und gingen auch zusammen weiter. Also sehe ich das Icon von dem Gänger, der next, also sprich gleich neben der Bordsteinschwalbe ist, Xenia. Ja, siehst du, der läuft noch neben mir. Dann, also ich sehe die beiden noch. Wir können Jojo holt. Achso, nee, sie kann ihre Schrote jetzt in dem Ding nicht holen, oder? Weil? Wir wissen das Gebiet. Ist schon Schrot finden approved. So ein paar Leute werden die Straßenseite wechseln, weil sie Stress vermeiden wollen, wenn ein 1,10 großer Flummi mit einer Schrotflinte rumschrennt. Aber es wird niemand die Bullen rufen. Gut. Schroti! Konfettikanone! Oh. Jojo kriegt bald Hunger, wenn ich das so höre. Was? Ich glaube, Jojo kriegt bald Hunger. Nein. Sie erschießt jetzt erstmal niemanden, das hat sie nicht vor. Das wollen wir mal sehen. Habe ich denn mittlerweile mein, das macht bei der Schrotflinte eh keinen Unterschied, ob ich jetzt mit der Hammerli rumknall ohne... Du hast deinen Schalldämpfer, falls du das fragen willst, kannst genau. Du in der Zeit... Das, ja. Hat Flumi, hat Jojo besorgt und den musst du ja nur aufschrauben, das ist ja okay. Gut, dann die Hammerli ist eh im Halfter. Gut. Oh, sag mir jetzt noch bitte, du hast Panzerung an, dann flipp ich ja aus vor Freude. Ich hab dir gesagt, dass Billy aus der Mills-Sache gelernt hat, das habe ich schon angekündigt und hab gesagt, dass wenn ich mit Jojo irgendwie, dann habe ich meine Second Skin.
Stimmt, boah, ist ja ekelhaft. Also Billy ist gewappnet, soweit es ihr möglich ist. Cool, ich nicht. Egal. Bitte was? Du hast eine Schrotflinte. Der G ist nicht unendlich gut. Ja, aber sie hat trotzdem jetzt nicht die Mega-Panzerung an. Ach stimmt, du hast ja nur solches dickes Gerät, ne? Eben, und es ist viel zu warm dafür. Tja, sollst du mal eine Second Skin haben, ne? Ist tolles Ding. Zu teuer, kann sie sich nie leisten. Und bringt zu wenig für den Preis, glaube ich. Gut, ihr wollt hinterher, sagt ihr. Ja. Ja. Und ich würde auch nochmal, Jojo meint, ich soll mal versuchen, auf seinen Comlink noch zuzugreifen. Aber hallo, hat er den Datenchip reingesteckt ins Comlink? Keine Ahnung, das hab ich nicht gesehen. Hab ich es gesehen? Ich hab's nicht gesehen, oder? Er hat ihn in die Tasche gesteckt. Pass auf, in die Tasche. Nein, Sekunde, er hat ihn in seine Cyberhand gesteckt. In seine Cyberhand hier steckt? Ja, wunderbar, das gefällt mir schon mal. Die nicht Wi-Fi ist übrigens. Aber der Chip vielleicht. Datenchips haben meistens Wi-Fi, so das heißt, er trägt sein Comlink sehr nah am Körper. Möglicherweise empfängt das Comlink das Wi-Fi-Signal des Chips und du kannst dann über das Comlink den Chip hacken. Gut. Gemeistert, Herz. Ich hab den Spielleiter voll outsmartet. Oh nein, an die Möglichkeit habe ich noch nie gedacht. Oh Gott. Das sagst du jetzt nur deshalb so, weil du wirklich nicht dran gedacht hast. Natürlich habe ich da dran gedacht. Du hast bei mir eine Technomancerin gespielt. Also. Darf ich die Konversation später rausschneiden, bitte? Nee, die ist wichtig, die will jeder hören. Ja, ihr weißt, wir hatten vorhin über Hissyfeed von Billy geredet, aber irgendwie habt ihr beide heute einen Hissyfeed. Ja, weil sie immer total scheiße ist. Also go. Wenn ihr hinterher wollt, macht ihr erstmal schön Sneaking plus 1. Sneaking plus 1, los jetzt. Sneaking. Ja, sag's nochmal. Was braucht ihr nochmal? Ich glaube, es war der Datenchip. Sneaking plus 1. Brauchen wir. Sechs Erfolge, mein Liebster. Limit? Ja, Limit habe ich. Hast du ein Sechser Limit bei körperlichen? Nee, nein, Limit habe ich. Bei körperlich, warte mal, wo ist mein Körper? 5 hast du. Warum weißt du denn meine Charakterwerte? Ich weiß auch nicht, was die alles weiß. Schalambe, du. machen wir jetzt eigentlich beschatten oder machen wir schleichen? Das ist das Gleiche, deswegen. Ja, es ist ja mal das Gleiche, stimmt, ich vergaß. Wen vergaßt du? Boah. Warte, verdammt, die Zeit ist leider rum, mir fällt gerade auch keine gute Antwort ein. Nazis, so, es war langweilig. Wo habe ich denn hier mein physisches Limit, verdammte Hacke? Habe ich dir oben unter die Attribute geschlossen, glaube ich. Komplett im Moment hier, physisches Limit 5, ja, stimmt, danke. Verdammt, es geht schon wieder los. Hallo, Are you kidding me? Ach, Billy, ich hab so ein Glück. Billy nimmt Flummi auf die Schultern und schleicht. Also, dann edge doch noch mal nach. An die Zuhörer, sie hatte null Erfolge, aber keinen Patzer bisher. Vor allen Dingen, hast du einfach mal 7 Würfel geschmissen und hast null Erfolge. Wie erbärmlich ist das denn? Oh, und jetzt habe ich 7 Würfel nachgeschmissen und habe einen Erfolg. Das Würfeltool mag dich sehr, sehr gerne. Das ist einfach gerne. Mein Glück. Also nicht. Leute, jetzt wisst ihr, wie dieser Patzer zustande kam. Und jetzt muss ich nochmal sagen, ne, hier Spielleiter von wegen, ne, hier bla, Aufmerksamkeit und so, ne? Fick dich! Nö, mach ich nicht. Ganzer Erfolg. Junge, das ist ja richtig ordentlich. Also, ihr latscht den hinterher. Jojo. Okay, ihr latscht eine Weile hinterher. Nun ist es aber so, die Schrotflinte zwingt ja doch ein paar Leute, die Straßenseite zu wechseln. So gerade Leute mit, ich will nicht sagen, zarterem Gemüt, denn es ist eine verfickte Schrotflinte. Also normale Leute, so wie sie heute wären, würden vermutlich nicht nur die Straßenseite wechseln. Das heißt, das fällt dem Gangair auf. Und er dreht sich irgendwann um. Und einfach weiter. Ja, er registriert das nur. Dann geht er auch mit der Nutte weiter. Er macht jetzt da auch nicht irgendwie was Besonderes, sondern die unterhalten sich offenbar noch gerade. Düse. Jojo biegt irgendwann ab. Auf eine Parallelstraße. Weg von Billy. Richtig. Gut. Wie kannst du mich alleine lassen? Nein. Ja. Na, wenn du mitgehen willst, gehst du mit. Mir ist das vollkommen egal. Ich muss es nur wissen. Ich katze ja so vor mich hin hier. Alles klar. Sein Comlink ist besser als ihres. Seins könnte mit Anstrengung verbunden sein. Hättest nicht gedacht, dass Gänger so gute Comlinks haben. Das muss dann schon ein höherer Gegankter sein. Könnte sein. Das weiß ich ja nicht, da habe ich ja keine Ahnung von.
Guess what? Jetzt hatte ich schon so einen ultra geilen Wurf, dann hätte ich mal immer lieber fürs Hacken auf. Kann ich ihn nicht umdrehen, dass ich geschlichen scheiße. Nee, darf ich nicht. Also, Billy bleibt kurz in einem, keine Ahnung, Hauseingang stehen. Gibt's da einen Hauseingang, in dem ich mich stellen kann? Natürlich. Ist also quasi so, weiß ich ja, ne? Wenn jetzt so eine Tür leicht versetzt ins Haus rein ist, quasi. Du kannst dich dann den Hauseingang stellen, es riecht nach Urin. Ja, okay, ich werde nichts anfassen oder auch nichts anlecken oder so irgendwas, falls du darauf anspielen möchtest. Ja, natürlich dachte ich, dass du den Hauseingang ableckst, hallo? Ja, natürlich. Das Erste, was man macht, wenn man irgendwo hinkommt, man riecht an den Eiern vom Gegenüber und dann leckt man drüber. Wie das halt so ein guter Hund macht, ne? Ja, ich möchte einen Mark auf dem Comic von ihm haben. Hau rein, du kriegst minus 1. Wieso? Ach, wegen der Anbindung. Aber ich krieg ein plus 2 wegen VR, ne? Was, du gehst da VR, dann machst du was an, dann legst du dich ja hin. Wieso, ich muss mich doch nicht hinlegen, ich kann mich schon in die fucking Hausecke lehnen und dann VR gehen. Danach schlaft dein Körper und du brichst zusammen. Dann gehe ich in die Hocke wie beim Pipi machen. Aber ich ziehe die Hose nicht runter. Ich sage nur, dass du dann auf jeden Fall in dieser ekligen Hauseingang lehnst. Hör auf, irgendwas an deinem Mikrofon zu dreschen oder was du da gerade machst. Achso, ich würde aufhören zu wackeln. Ja, genau, wackel mal nicht rum da. Ja, ist mir jetzt scheißegal, mach ich jetzt. Gut. Das fährt er mir garantiert wieder später ein. Schön. Was willst du? Du willst ein Logik plus Hacking, ne? Würde ich nehmen, ja. Also plus 2, also nur noch plus 1. Also und ich gehe davon aus, dass du natürlich nicht Brute Force. Nee, ich möchte Sneaky Beaky. Sneaky Beaky. Yo, fuck you, 4 Erfolge, Babe. Nö. Nö, hast ach, du nicht. Komm, darfst du nicht. Ey. Warte mal kurz, mal kurz gucken. Ich hab die 4, da ist sie geschrieben. Ich hab nicht mal hier irgendwie. Kann ich nicht lesen. Das... Sehe ich nicht. Lesen ist eh eine Kunst, ne? Okay, ja, du bist auf seinem beschissenen Kack-Com-Link, was nicht mal eine Ikonografie hat. Fick dich doch, ey. Ich mach dich kaputt. Das Com-Link scheint so, als würde es oft. Es ist kein Comlink, was man halt so benutzt, wie man den Comlink benutzt, sondern es scheint oftmals den Besitzer zu wechseln und für gewisse Gelegenheiten ausgeliehen zu werden. Du hast eine ganze Bandbreite an Nummern drauf, du hast ein paar Notizen drauf, die aber relativ unübersichtlich sind und mit der Sache an sich nichts zu tun haben sollten. Ich ziehe mir die Daten trotzdem. Genau, das dachte ich mir. Also es geht da offenbar hauptsächlich um Schuldner und es geht um das Eintreiben von Schutzgeld, wer da was wann wie bezahlt hat und so weiter, wer irgendwie im Verzug ist und wer mal fett verwackelt werden muss, dein Name steht ganz oben. Oh, jetzt. Natürlich. Genau, ansonsten nichts. Warte mal kurz. Der Datenchip, den hat auf jeden Fall nicht eingelesen. Seine Cyberhand ist auch nicht mit dem Comlink verbunden. Die ist schon offenbar älter, sodass sie nicht wirklich Wi-Fi-gedingst ist. Und ich muss kurz was nachgucken, ne? Ding, 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 ding. Boah, das war jetzt aber ein hoher Ton. Den habe ich nicht mehr hingekriegt. Tut mir leid. Trotzdem sehr schön. Okay. Düse, 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 düse. Okay. Düse, 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 düse. Okay. Weißt du was, Düse, mach mal bitte kurz Computer und Intuition. Warum das denn? Weil du die ganzen Daten durchguckst und ich wissen musst, wie gut du aussortierst, was wichtig sein könnte. Ah, okay, du. Okay. Was hat er gesagt? Computer und Logik? Und Intuition. Ach, Computer. Das ist bei dir immer das Gleiche. Ja, es kommt auch selber raus. Also plus 1. 7 plus 1, jo, nochmal 8. Und nochmal 3 Erfolge. Fick dich, hinterher. Alter, nö, pass auf, du hast eine Notiz. Nein! Ist okay. Nee, ist ja gut. Kauf. Weißt du, ja, nee, weißt du, ist einfach vollkommen in Ordnung. Er hat Sackratten, das liest du jetzt. Ich patze beim nächsten Mal. Die haben dafür die als haben, Ausgleich. Die haben Wifi-Anbindung, die Sackratten schon. Natürlich. Also, eine Notiz ist: Xenia-Treffen in Klammern zweites Mal. Oh. Minus loswerden. Du hast relativ viele, also das Comlink hat sich offenbar in einem gewissen Gebiet relativ häufig bewegt, das ist im Fleischergebiet auch in Donskoy, was aber jetzt nicht hier ist, sondern wirklich in ihrem Turf. Also da um so 3-4 Blocks ungefähr war es sehr, sehr häufig. Oh, das ist eine gute Frage. Fragst dich gerade selber und findest, dass du dir gute Fragen stellst?
Es gibt wohl eine Datei, die mal drauf war, die gelöscht wurde, auch offenbar von jemand mit ein bisschen mehr Ahnung als ich zieh einen Papierkorb, Alter. Wo Alter, eine ganze Menge Namen drauf waren und Adressen. Und noch ein paar Zusatzinfos in so einer Art fetten Tabelle. Du könntest versuchen, die Datei wiederherzustellen, aber es kann gut sein, dass das Comlink das benachrichtigend an ihn weitergibt. Stelle Daten wieder her. Hier, Junge, brauchst du doch Dings da, Bums, Penis. Aha. Ich könnte doch eigentlich an der Stelle einen gespritzten einsetzen. Ja. Lass mich Warum lacht gucken. Den gespritzten? Was ist denn mit dir los, Alter? Ihr habt gesagt, ich soll Alkohol trinken. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich bin trotzdem unwitzig. Ich habe nie gesagt, du sollst Alkohol trinken. Doch. Die White Russians unterstützen keinen Dings. Alkoholmissbrauch. Doch, Gebrauch. Unterstützen wir. Nee, das ist, was wir machen, ist Missbrauch. Also. Das ist doch eine Lüge. Wo bin ich denn hier? Sprites von Sibylle, da ist es doch. Datensprite hast du, ne? Das ist natürlich, glaube ich... Schon ziemlich gut. Datensprite klingt nach etwas, das hier sinnig ist. Deswegen sag ich's doch, aber ich möchte jetzt nicht so tun, als hätte ich Ahnung von dem, was ich mache. Das würde ja schon fast an Dekadenz gleichen. Dekadenz? Ja, Dekadenz. Dekadenz. Damit müssen wir auch noch abkommen, Alter, wie der aussieht, der Dekadenz. Ja, man liegt in einer Häuserecke und bewegt sich nicht. Der Dekadenz. Nee, man reibt sich an urinverpissten Hauswänden. Das ist der Dekadenz. Awesome. Vor allem VR-Dekadenz. Weiß auch nicht, warum du VR gegangen bist, aber okay. Weil ich geile Würfel hatte. VR dann gegangen? Du liegst da ja? VR? Nein, ich hab gesagt, ich, halt die Fresse, hör doch einfach mal zu, wenn ich was sag. Er ist da VR gehockt in der Häuserecke. Flumi, du bist abgebogen, du bist nicht bei ihm. Ich weiß, dass ich nicht da bin. Naja. Oh, snap. So, also, Datensprite sagst du. Ja, bitte, gib mir einen, sag mir, wie geil der sein soll. Okay, Moment, ich muss jetzt gerade mal kurz, jetzt hätte ich mir mal vorüberlegen sollen, was es wird. Ne? Ein Datensprite, ich habe keine Idee. Du musst mir keine Aussehensinfo liefern, nur wie gut der sein soll. Aussehen habe ich, glaube ich, ein paar gespeichert. Ach, Dreier. Da mache ich doch einen Dreier draus. Geil, okay, ja, gut, mach. Also du wieder 8. Da aber nicht die plus 2, ne? Nee, wie? Weil das keine Matrix-Handlung ist, das ist eine Technomancer-Handlung. Also 7, ganz normal. Richtig. Oh je. Zwei Erfolge. Mich doch alle fett verarschen. Ich könnte kotzen. Also 4, 3, 2. Ich nehme jetzt auch gleich ein dämliches Würfelprogramm. Also. Das habe ich toll geskriptet, oder? Das habe ich toll geskriptet. Hast du wunderbar geskriptet. Der sieht toll aus. Es ist also ein weiß ich nicht, comic-mäßiger Indianer mit einem, bei dir ist es ein persischer Teppich, den er über dem Lagerfeuer hin und her schwenkt, sodass die Rauchzeichen entstehen, die halt so den Datenaustausch zwischen dir und ihm symbolisieren. Und ist es ein perverser Perser oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist einfach ein scheiß Teppich, Alter. Das ist kein perverser Perser. Es gibt keine scheiß Teppiche. Doch, er besteht aus Code. Matrix-Code. Ja, das hat man jetzt auch so verstanden. So. Der erscheint, wie gesagt. Und er scheint dir ganz zugetan. Ja. Wie viel Erfolg hast du? 2. 2. Er scheint dir sogar sehr, sehr zugetan. Mehr als du erwartet hättest. Das heißt, er beginnt jetzt auch einen Tanz um dich, reißt dir ein paar Haare aus deinem Fuchsschwanz. Und webt sich daraus, also vervielfältigt irgendwie das Material und webt sich daraus diese Schamanenkappe. Falls du weißt, was ich meine. Jo. Ich denke nicht, aber das macht auch nichts. Wir kommen aus ja, wie so ein Fuchskopf, den er sich jetzt überstülpt, den er aus seinem Schwanz macht. Ja, das ist schon richtig so. Aus meinem Schwanz. Na, aus dem Fuchs. Ja, das ist doch. Von Foxy Lady. Weißt du genau, was ich meine? Du willst mich bloß ärgern, ich hasse dich. Ja, ich dich doch auch. Gut, der ist also da. Ja, great. Hallo, Häuptling, weiße Feder. Au. Hier, Kollege, diese Datei hier ist kaputt gegangen, stell dir es vor. Und ich glaube, ich sollte diese Datei wieder zurück zum Stamm führen. Das heißt, dass du mir jetzt diese Datei garantiert wieder zusammenbauen kannst, Liebster. Weiße Feder. Im Vertrauen. Die Datei hat jemand
willentlich weggepustet. Sagt der ja. Zu mir? Achso, das war jetzt in-game. Oh, tatsächlich, die hat jemand willentlich weggepustet. Na, dann wird es ja umso besser sein, wenn wir die wieder herstellen, oder? Ja, es ist... Der Rauch steigt nicht umsonst und wird nicht umsonst geformt. Jeder soll sehen können, was passiert. Ich weiß auch nicht, warum jemand die Winde wehen lässt. Aber wir müssen mal darauf aufpassen, dass das nicht derjenige mitbekommt, der Comlink-Besitzer ist. Was ist denn das? Du hast gar nicht gesagt, was das für ein Mark auf dem Comlink ist, für einen Typen. Also was für eine Persona. Ja, es ist... Sind wir heute mal unkreativ. Es ist eine schwebende, diese geilen Steampunk-Inseln, die so rumschweben und wo überall fette Heißluft-Steampunk-Ballons rumfliegen und awesome Shit-Zahnräder-Dings. So eine Insel ist das. Okay. Also Häuptling Weiße Feder, die Insel darf nicht mitbekommen vom Weißen Mann, dass wir die Datei wiederherstellen. Ich werde das versuchen. Ich hoffe, okay. Die Geister werden mich verbergen. Bestimmt. Ich lese gerade. Großartige Bibliothekare. Hüter nutzlosen Wissens finde ich auch schön. Gut. Foxy ist die Herrin der Winde, alles klar. Nach Rosen. Er entschwindet also in diese Welt. Die Geister verbergen ihn tatsächlich, vor allem dieser geile Fuchskopf da, den er sich über ihr stülpt hat. Und er beginnt. Den werde ich kurz würfeln. Wenn ich jetzt nicht gut würfel, dann werde ich sehr böse sein. Also ist er böse. Nach ungefähr 5 Minuten kehrt dein Sprite zu dir zurück. Übrigens, du hast noch 2 Dienste. Also du hast das Gefühl, du könntest ihn noch ein paar Mal fragen, ob er dir hilft, weil er... Doch, du hast leider noch 2. Weil er dir halt sehr zugetan ist und so weiter. Weil du das richtige Ritual aufgeführt hast, um ihn zu rufen, weißt du? Er bringt dir also die Datei. Es handelt sich da halt um die richtigen Rauchwolken, die er da wieder zusammengesetzt hat und so weiter und so fort. Hat er wohl auch nochmal auf dem Comlink Feuer entzündet, die aber wohl nicht bemerkt wurden, weil, wow, Steampunk, ein bisschen mehr Rauch ist er auch nicht so, ne? Mhm. Auffällig. Er bringt dir also die Datei, das ist eine... größere Datei mit, nein, nicht größere Datei, aber es sind halt so 30 bis 40 Namen, die aus Wallis Kundendatenbank scheinen zu sein, Dingenskirchen. 2 Namen fallen dir ins Auge. Die das lauten? Der eine ist Gorde Fomin, übrigens die Datei ist schon ganz schön alt. Oh, you fuck you, not again. Und die zweite ist Vitali Komanov mit einem, da sind immer so ein paar Infos dazu. Die zweite ist also Vitali Komanov, das ist offenbar der Bruder von Sergei Komanov. Und offenbar hast du sofort den Namen erkannt, das finde ich sehr gut. Oh nee, nicht den Kacken. Ernsthaft? Für die geneigten Zuhörer, die beiden Namen spielten eine Rolle bei der lustigen Aktion, Suchaktion von... Mit Bruderherz von der gute alte Quinta. Quintas. Quintas Bruderherz, eigentlich Steppies Bruder, Suchaktion. Ja, verzeih. Und es waren, also einer der, beide waren Opfer. Na, Gorde Fomin war ein Opfer. Ja, okay. Ja, richtig. Und Sergei Komanov war ein Opfer, aber Vitali Komanov, also der Bruder, der ist in der Datenbank eigentlich drin bei Wally. Der ist beides, also, ja, scheiße. Gut, dankeschön, Häuptling Weiße Feder. Ich würde vorschlagen, da du ja gerne in meiner Gegenwart dich aufhältst, dass du dir nochmal anschaust, was du in Bezug auf Brummli-Bär-Porn herausbekommen könntest. Aber das eilt nicht, das hat Zeit, wie es dir gerade in den Sinn passt, großer Häuptling. Und ich werde mich jetzt wieder aus den Fähren für dahin verabschieden. Ich möchte gern sofort etwas tun. Meine Zeit in dieser Welt ist begrenzt. Aber die Geister haben mir gesagt, das ist wichtig, dass ich dir helfe. Aber was ist Brummli-Bär-Porn? Ich verstehe das Konzept nicht von dem, was du mir sagen willst. Ich schiebe ihm die Daten von Brummli-Bär, der Person, also sprich eigentlich dem Kinder, der Kinderfigur quasi, der animierten Kinderfigur zu. Dann den Typen tatsächlich. Also sprich die Information über den Typen tatsächlich, der die Stimme von Brummli-Bär ist. Mhm. Und dann schiebe ich ihm den Feed zu, den ich aufgenommen habe beim Einbruch in Horizon, hätte ich beinahe gesagt. Zenith. Gut, kannst du dir bitte aufschreiben, dass du dazu noch Infos bekommst?
Ich werde dem jetzt sofort tun, Herr Spielgeleiteter. Dankeschön. Dankeschön, denn ich werde das definitiv vergessen. Ich möchte einfach nur unnützes Wissen noch mit einstreuen. Du wolltest es eigentlich verkaufen, also wenn der noch was findet. Ja. Ich meine, der hat jetzt 8 Stunden Zeit, wenn du ihn für sonst nichts brauchst, passt. Das ist eigentlich momentan, du hast gesagt 2 Dienste, das ist ein Dienst, den ich ihm gegeben habe. Und genau. Vielleicht brauche ich noch einen 2. Dienst gleich, das werden wir aber dann sehen. Gut, okay. Was tust du dann? Geh aus VR wieder raus. Gut, dann möchte ich jetzt wissen, was hattest du alles dabei? Och nee. Was hast du denn gedacht, Alter? Ich hatte die Hammerli dabei, ich hatte meinen Mantel, den mir Jojo gekauft hat, zu Silvester dabei, und ich hatte meine Second Skin an. Na, irgendwie eher schon was man klauen kann. Niemand klaut dir Kleidung, wenn du noch lebst. Also nicht in dem Gebiet. Das tun sie auch, aber nicht hier. Was könnte denn, warte mal, was hatte ich denn dabei? Nicht das Federhaargummi. Ja, mein Comlink, klar. Okay, was noch? Die Earbuds hatte ich garantiert drin. Okay, die sind ein bisschen klein wegen der Haare. Noch irgendwas genau. Kleines, Wertvolles. Tatsächlich, also nur das Federhaargummi. Ketten, Schmuck, irgendwas? Nö. Ist tatsächlich. Ja super langweilig. Du kannst mir einen Ring klauen, wenn du möchtest, von meiner Mutter ein Erbstück oder so irgendwas, damit du mir einen reingefahren hast, weil ich so gut wirklich. Nee, wenn du keinen Ring hattest, dann werde ich jetzt nicht klauen. Pass auf, ich mach's einfach so. Die Manteltaschen von dir sind komplett ausgeräumt. Dein Comlink ist weg und das ist jetzt auch aus. Kaugummis und so ein Gedöns, er hat einfach oder sie einfach reingegriffen und alles rausgezogen. Alles, was man so an Gedöns. Wer hat von euch hat den Cradstick? Jojo hat den gekriegt von Matrioschka. Habt ihr euch das Geld gleich aufgeteilt? Nö, wir haben nur gesagt, dass sie den Cradstick kriegt. Wir haben nichts weiter dazu gesagt. Würfelt mal Edge und zwar beide. Guck's dir an, ich hab echt so gut gewürfelt. Nee, du liegst hier einfach 5 bis 10 Minuten in einem C-Gebiet, bewusstlos in der Ecke, Alter, ernsthaft? So, beide Gott. Edge, aber jetzt Kanone. Also 3 Edge grad nur, ne? Na, halt ein volles Edge. Ja. Yeah. Ja, weißt du, ich hab langsam keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß. Na komm, Flumse. Hast du schon? Das ist dein einer Erfolg und das sind bis 2, obwohl du mehr fast doppelt so viel hast. Ja, gut. Ich sag doch, ich habe keine Lust mehr. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Ich weigere mich ab heute in diesem Spiel jemals wieder zu würfeln. Alles klar, ich würfel für dich und ich habe gerade schon bei dem Sprite einen Patzer gewürfelt. Du würfelst nicht für mich. Es würfelt einfach niemand für mich. Ich würfel einfach gar nicht. Alles klar. Bei Jojo geht jetzt prinzipiell alles schief. Das warum. Ist okay. Damit komme ich klar. Gut. Aber nicht mit dieser Würfelei. Würfeln ist scheiße. Es macht keinen Spaß. Ich würfel nur scheiße. So. Ja. 2 Erfolge. Also, deine Taschen sind wie gesagt komplett leer. Dein Comlink ist aus. Ihr habt euch das Geld aufgeteilt und es ist schon auf deinem Konto. Und dein Konto kann man schlecht aus der Tasche stehlen. Von daher ist das Geld sicher. Aber sonst ist halt alles weg. Also Moment. Autoschlüssel hast du nicht mit, weil ihr mit Uber gefahren seid. Alles klar. Und das Eber-Comlink passt. Also dein Comlink ist weg. Ich weiß gar nicht, du hast einen Decoy-Comlink und hast du noch ein anderes? Ja. Nee, ne? Ich hatte ja meinen Decoy-Comlink dabei. Die Comlink-Nummer hatte ich ja auch Matrioschka gegeben. Hast du noch dein besseres Comlink dabei? Nö, denk nicht. 2 Erfolge. Also dein Decoy-Comlink ist weg. Und halt also. Geschissel, was keinen interessiert, aber halt ärgerlich ist. Dann ist der Comlink, den ich von Wally bekommen hatte, futsch. Genau. Weil ich hatte einen Transis Avalon. Ein Wegwerf-Comlink vom Start und einen Comlink hat man bekommen von Falli mal. Und die ganzen Nummern, die du da drauf hattest und die du anderen Leuten gegeben hast, sind damit jetzt im Arsch. Jo. Hihihi. Ja, also Billy macht doch Backups von ihren Comlink-Informationen. Okay, das klingt realistisch. Aber okay, das Comlink ist immerhin weg. Immerhin konnte ich irgendwie dafür bestrafen, dass du dich bewusstlos irgendwo in die Gegend legst, Alter. Jo. Schön. Flumette, willst du noch irgendwas machen in der Zeit? Nö. Es gibt nicht viel, was ich tun kann. Das Einzige, was sie tun kann, ist irgendwann wieder zu gucken, dass sie auf den, dass sie irgendwie auf den Weg zurückkommt oder dann wieder halbwegs im Auge behält, wo die beiden langgehen, aber mehr kann sie nicht machen. Wenn du sie nicht direkt im Blick behalten willst, hast du ja die Daten von Billy, wo sie genau sind. Das heißt, du kannst dich im näheren Umfeld bewegen, ohne sie tatsächlich halt zu sehen. Das geht. Möglichst so, dass sie dann halt auch fix da ist, wenn doch mal irgendwas ist, aber ja. So schnell dich deine Stummelbeine tragen halt. Ja.
Und dann rappappelt. Aber wenn er sie schon gesehen hat, dann ist es dumm, wenn sie ihm hinterher rennt. Meinst du? Ja. Willst du dich vielleicht noch bewusstlos in irgendeine Ecke legen? Ich leg mich einfach schlafen auf der nächsten Bank. Alles klar, du bist tot. Cool. An meinem Würfelglück bin ich tot. Richtig. Billy verliert, nee, Nicole kommt nicht und ich bin tot. Mach du erstmal eine ausgedehnte Genprobe, so ist doch die Sachlage. Alles klar, warte. Geht auf. Konstitution, naja, und Körperkraft. Du hast recht. Konsti und Athletik gibt's das noch? Laufen gibt's auf jeden Fall als Skill. Laufen, den Skill, den habe ich glaube ich nicht. Ja, dann mach einfach mal Konsti minus 1 ausgedehnt. Gut. Immer mit abnehmendem Pool. Ah, okay, ich fall bewusstlos zu Boden. Okay, du bist tot beim Laufen. Alles klar, gut. Du bewegst dich so, dass du schnell da sein kannst und los geht's. Guck mal, ich habe keinen Erfolg. Du hast echt eine ausgedehnte Genprobe. Du hast sie falsch gewürfelt, du hattest nur einen Würfel, Mann. Ich hab doch nur einen Würfel gewürfelt, du Affe. Achso, stimmt. Entschuldigung. War es ein kritischer Patzer, bitte? Nein. Nee, war nix. Wie? Es war einfach so ausnahmsweise was nur mal ein Misserfolg. Das ist ja langweilig. Das keine ernst gemeinte Probe war, war es okay. Ich glaube, ja, ich sollte keinen. Ich habe eigentlich damit erwartet, ich habe eigentlich jetzt erwartet, dass ich jetzt Hammer-Erfolge habe, weil die Probe nicht zählt. Oder nicht wichtig ist. Ja, ja. Naja, Hammer-Erfolge bei einem Würfel ist aber auch relativ schwierig. Ja, eine 6 halt, ne? Pass mal auf, bei der nächsten Probe, die völlig unnütz ist, da würfel ich dann 4 Erfolge und bei der nächsten Probe, die wichtig ist, ist dann wieder ein Patzer. Das hoffe ich doch. Ich weiß, dass du das hoffst. Einer von uns beiden muss den Spielemeister doch glücklich machen, oder? Ja, und warum soll ich ausgerechnet diejenige sein? Das willst du mich nicht glücklich machen? Ich wollte schon sagen. Das wäre sehr geil. Der ist nur so weit weg von mir. Ich meine, Chemsex ist schon toll, aber... Ja, darf Comlink von Jojo rapappeln? Natürlich. Bevor wir hier im Self-Loathing untergehen. Naja, ich rapapple auch und Jojos Comlink rapappelt. Jojöchen! Ja, was denn? Wir müssen reden. Jo. Jo. Wo bist denn du? Ich bin auf der Parallelstraße. Ich schieb Jojo erst. Wir dürfen die nicht aus dem Blick verdingsen, ne? Ja, die verlieren wir schon nicht aus dem Blick. Ich hab Marx auf seinem und auf ihrem Comlink. Was soll denn da passieren? Weiß ich nicht. Vielleicht, dass der Overwatch-Score zu hoch wird und dir die komische... Ich weiß nichts von dem Overwatch-Score. Nee. Na, dass die komische... Doch, okay. Dass dein Overwatch-Score zu hoch wird und die komische Matrix-Behörde dir in den Arsch fickt. God. Oder Semi-God. Demi-God. Whatever. Jetzt erstmal guck dir die Daten an, die ich dir jetzt hier zuschick, Mädchen. Fomin. Hä, den Namen kenne ich doch. Ja. Irgendwelche. Würfel doch mal fotografisches Gedächtnis. Gut. Nein, es war ein Witz, du erinnerst dich dran. Ey. Ja, du hast ein fotografisches Gedächtnis. Ich hätte jetzt aus Prinzip gewürfelt. Nein, du hast ein fotografisches Gedächtnis, du weißt, wer das ist. So arm gerade. Ich glaube, da ist wirklich jemand richtig arm dran, ey. Ich gebe dir mal meine Würfel. Das hat damit nichts zu tun, das ist einfach mein Karma. Ah, ich sollte dich mal ins Skript mit aufnehmen. Ich habe dich, glaube ich, noch unter den Patzern vermerkt. Ey, das war abgesprochen, du darfst gut würfeln, sie nicht. Ach so, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie das. Ich würfel einfach nicht mehr. Wie gesagt, ich weigere mich. Okay, hier die Daten erstmal. Wichtig ist, der will die Kleine abnageln. Also ich meine, die hat's eigentlich verdient, aber die gehört Valeria. Das heißt, Jojo, glaubst du, wir können die irgendwie retten? Oder, weißt du, wie ich meine? Kennst du sie? Ja. Sprich sie doch einfach mal an. Ich, hab meinen anderen Comlink verloren. Hä, wie, du hast deinen Comlink verloren? Du hast deinen Comlink doch gerade da gehabt. Ja, ich hatte den gerade eben noch, aber jetzt ist er weg. Hä? Frag keine Fragen, ich rieche auch vielleicht ein bisschen nach Pipi. Hä? Dann sollst du nicht in die Ecke pinkeln. Ich bin VR gegangen gerade eben und du warst ja nicht da. Du bist ja einfach, ja. Halt die Fresse. Wieso bist du VR? Weil ich die Daten brauchte, Mensch. Ja und? Was da und? Ich kann auch irgendwas machen, das wirst du doch wohl auch können. Was? Ja klar. Sie hat gesagt, sie kann auch AR irgendwas machen. Nein, man muss da einfach hey, in die... Das, nein, man muss es nicht. Doch. Das hat uns auf diesem verfickten Dach schon fast den Arsch gekostet. Jetzt hör auf, so neckig zu sein. Sag mal, dass ich das toll gemacht habe hier. Ist doch nichts passiert, verdammt. Der dumme Comlink ist weg. Ach ja, deine Niere fehlt.
Immer muss man auf dich aufpassen. Natürlich musst du auf mich aufpassen. Ich bin ja auch ein kleines Mädchen. Du bist einen Meter größer als ich, fast. Nicht ganz. Einen halben Meter größer als ich. Mit Stöckel schon fast einen Meter. Ja. Das tut doch jetzt überhaupt nichts zur Sache. Wir müssen die Kleine retten. Der will die umnageln, umlegen. Und der dreckige Fleischer hat irgendwelche Kundenkarteien von Valeria. Wieso hat der Kundenkarteien von Valeria? Wahrscheinlich hat Xenia die ihm gegeben. Pass mal auf. Hör mal zu. Sie doch einfach mal an. Ja, pass auf. Muss der ja stehen bleiben. Ich näher mich den beiden von vorne und spreche die an. Und wenn was schief geht, kannst du den wegknicken. Ne, weißt schon, was ich meine. Huh? Wir sind hier in einem Gebiet in der Nähe von deren Turf, oder? Ihr seid inzwischen, also ihr nicht, aber die sind inzwischen in ihrem Turf. Oh, das kostet mich sowas von den Kopf. Na gut. Na, also Valeria ist gut mit den Falcons und wir tun ja das, eigentlich ihr Gefallen. Das ist der einzige Grund, weshalb ich das tue. Das ist dir bewusst, oder? Ja, glaub jetzt schon. Jetzt, wo wir es ausgesprochen haben, macht das Sinn. Meinst du, dass das klappt, wenn wir das so angehen? Haben wir eine andere Chance? Wenn die jetzt noch weiter in deren Gangturf reingehen, haben wir keine Chance mehr. Also dann, ich mach mich auf die Socken. Ich brech die an. Komm du von hinten an, sobald du in Position bist, sag mir Bescheid, dann... Ja, ich beeil mich. Go, go, go. Jojo, beeil sich. Ja, es wird Zeit für eine Wahrnehmung. Hörenprobe minus 2 von euch beiden, bitte. Ich würfel nicht. Oh, oh. Das, du natürlich minus 3 wegen Lebs. Jo. Flummi, du würfelst. Ich würfel nicht. Wahrnehmen. Dann würfel ich für dich. Okay, ich würfel. Flummi, würfel. Perception! Oh, Wahrnehmung, da habe ich so viele Würfel, fällt mir gerade ein. Ich habe 5. Minus 2, sagst du? Hm. Zwei Erfolge! Na, wo bleibt der Patzer? Hm? Ah, jetzt klappt sich ja noch das Teamspeak zu. Das ist ein Zeichen. Würfel nicht, der Teamspeak ist... Nee, tust nicht! Hä? Ich hab auch das ist 4, du hast das S 4 vergessen. D. Nein, warte, du hast einen W46 gewürfelt. Okay. Ja. Ein netter Versuch, aber es funktioniert leider nicht. Ich habe eine 35 gewürfelt. Das ist ja, aber in Shadowrun sind nur 5 und 6 Erfolge. Ja. Also. Ein W46 hat sie gewürfelt. Einen D46. 46, mein Gott. Oh, ich habe einen Erfolg. Ein Erfolg, weißt du was? Das reicht sogar für euch beide. Willst du dir mal kurz auf die Schulter klopfen? Nee. Nicht. Okay. Aus der Richtung, wo die beiden sind, hört ihr ein Knallen. Jojo. Oh, oh. Offensichtlich handelt es sich um das sehr markante Knallen einer Remington Room Sweeper. Das ist eine Pistole. Sound. Richtig. keine Super Warhawk. Nee, keine Rutschers. Ach nee, Entschuldigung, es ist keine Remington Room Sweeper, es ist eine Remington Room Sweeper. Dankeschön, wir Waffennamen werden ja bei uns sexy. Ja, richtig. Das muss. Dankeschön. Und Brause. Kohlensäure. Kohlensäure, wunderbar. Also, ja. Kabumm. Oh oh. Ratatatatatatam. Hättest du wohl gern. Schade. Ne, Schrotflinte. Schrotflinte hört sich anders an. Was macht ihr? Die Frage wie wichtig sind die Daten, die da drauf sind? Wie verfänglich sind die Daten, die da drauf sind? Sind da irgendwie noch Daten, die Billy vielleicht weniger identifizieren kann oder die Jojo dann besser identifizieren kann? Luft holen zwischendurch hilft. Die Jojo in einer Sprache, die ich verstehen kann, bitte. Na, pass auf. Billy hat Jojo Daten geschickt. Ja. So. Sind das Daten, die in irgendeiner Art und Weise verfänglich sind, außerhalb von Kundendaten von Valeria? Also, wenn es einfach nur Kundendaten sind, okay, das ist ärgerlich, aber damit kann man vielleicht auch die Kunden ein bisschen kriegen, aber das ist irgendwie so das Schlimmste, was Jojo sich jetzt gerade vorstellen kann. Meinst du, abgesehen davon, dass auch zum Teil Falcons Kunden sind und Falcons Freunde? Ja, das wollte ich eben wissen, ob die da auch auf der Liste stehen. Ach so, sonst ist alles easy. Gut, dann brauchen wir den Chip. Ja. Eieiei, wo haben sie sich da jetzt wieder reingeschlittert, die Mädels? Es ist wieder nicht abzusehen, wo das hingeht, aber ich weiß es schon, deswegen verrate ich es auch gar nicht viel und werde mich auch zurückhalten, mehr oder weniger.
Denn eigentlich möchte ich gar nicht mehr zu dem Thema sagen. Session 4 wird dann cool, werdet ihr selbst sehen. Wird interessant werden, das heißt, so ein paar kleinere Sachen werden passieren. Aber, wie gesagt, verrate ich nicht. Dem einen oder anderen wird eventuell aufgefallen sein, dass bei Episode 3, Session 2, jetzt mittlerweile im Video die Musik fehlt. Es tut mir leid, es gibt wieder mal einen kleinen Disput mit YouTube bzw. Lizenzhaltern, also Lizenzrechten. Das Lied, das wir verwendet haben, gehört den Kremlkrauts, ist eigentlich auch als Common Creative License ausgezeichnet, aber aus irgendeinem Grund wurde beim Dispute dann nicht angenommen, dass das ein Creative Common License File ist und wir das eigentlich nicht verändern oder irgendwas. Es ist ein bisschen undurchsichtig, muss ich zugeben, aber ich möchte mich auch nicht weiter damit beschäftigen, deswegen habe ich jetzt einfach wieder die Intro- und Outro-Music genauso abgelegt, wie es zuvor war. Das heißt also wieder hier angemerkt, die White Russians laufen unter der Common Creative License Attribution 3.0. Wir haben also keinerlei Rechte an irgendwelchen Stücken, die wir verwenden. Eine davon ist einmal Kremlkrauts, sprich, das läuft auch unter Common Creative License, deswegen dürfen wir es eigentlich verwenden. Dann die Marke Shadowrun gehört der Tops Incorporated, vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Wir erheben auch am Namen Shadowrun keinerlei Rechte, beziehungsweise keinerlei Ansprüche, so rum ist richtig. Und wie immer hier der Hinweis, dass die White Russians keinerlei volksverhetzenden oder anderweitigen bösen Aktionen durchführen, sondern einfach nur ihren Podcast machen. Ich grüße alle Subscriber, 23 mittlerweile an der Zahl, es ist voll toll, also mich macht das richtig glücklich, ist echt eine tolle Sache. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und schreibt uns doch gerne auf unserer WordPress-Seite unten in der Beschreibung des Videos sind die Links zu unserer Page. Wäre cool, je mehr ihr schreibt, desto mehr antworten wir auch und wir fragen auch immer mal nach Ideen, was euch einfällt, was die Mädels machen könnten mittlerweile. Das war's dann eigentlich auch bis hierhin. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal. Eure White Russians. Ciao.